Nächstes Mal. So, dann kommen wir jetzt zum Streamopfer des Tages, damit wir in Among Us ein bisschen Glück haben. So, Channelname Bondra. Games und Movies werden gespielt. Wir gehen mal hier rein. Okay, macht nicht mit, wenn ihr gerade im Tierheim seid. Ansonsten, okay. Scheiße, ist es überhaupt richtig? Nee, ich verwechsel das gerade. Falsch. Es ist ein Film und in dem Film gibt es einen Unfall. Ich glaube, ich muss anders beschreiben irgendwie. Ich mache das zu gut. Then check this out. Stunde. Stunde. Among Us geht länger als das. Was eine Stunde in Sekunden. So, dann Ogox Hammerschild GZ für die Stunde. Nee, warte mal, das mache ich ja nicht ich. So, ein F in den Chat, ein kleines aber. Für Ogox Hammerschild. Kein VIP ist doch gut. Stimmt, muss man auch so sehen. Kein VIP ist auf jeden Fall eine Steigerung. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Gehen wir ins Game. Wir sind heute 10 Leute. Hoffe ich zumindest. Es ist so ein bisschen durcheinander. Pup. Bei den Leuten. Von den Einladungen her. So, ich gehe mal in den Channel. So. Was ein Streamtag, ey. Was ein Streamtag. Ah, jetzt aber schön ein bisschen entspannt. Ups, falsches Programm. Bisschen entspannt, Among Us ist gut. Bisschen runterkommen. So, mal gucken, ob schon jemand drin ist. So, ab in den Channel. Da sind schon 3 Stück. Okay, wir ziehen mal nur Djibouri und gucken, was sie sagt. Aber ich bin leise, okay? Quack, quack. Hallo. Hey, hallo. Hi. Hallo. 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 Ich krieg irgendwie ein Déjà-vu von irgendeinem Clip von Matteo gerade. Okay. Hallo. 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 Timoris, bist du immer noch nicht zu Hause? Ich bin ab nächste Woche Montag wieder zu Hause. Also ich fliege morgen nach Mailand und bin am Montag wieder in Berlin. Was machst denn du?
Ich reise mit krassen Typen, Johannes Lukas und Paul Unterleitner, auf Bodybuilding-Wettkämpfe, weil ich starte da halt beim Mr. Olympia. Du! Morgen, also nee, Sonntag. Morgen wird erstmal eingewogen, Samstag ist dann Farbe. Wann mal du? Ja, ja, also du guckst auf meine Stories, du weißt doch, wie ripped ich bin. Guten Abend. Hi, Lindy. Hey, Baso. Hallo, Baso. Hallo. Ja, Mental, vielleicht wird es Tim Horace als Personal Trainer und nicht Flash. Ja, habe ich gerade überlegt. Das ist durch und durch der beste Call. Vielleicht willst du mich aber als Sarkasmusdetektor haben oder Ironiedetektor, Matthieu. War das Ironie? Soll ich Tim Horace als Ironiedetektor nehmen oder was? Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht, ob Tim jetzt Mr. Olympia wird die nächsten Tage. Okay. Kannst ja mal versuchen, jetzt sprich ihn das nicht direkt ab. Ja. Nein, der Tim ist, der hat Power. Aber halt nicht Mr. Olympia Power. Das ist ja nicht vielleicht. Schwierig, vielleicht Among Us Mr. Olympia. Tim, du bist bei mir ein bisschen leise. Liegt das nur an mir oder ist es bei allen so? Nee, ich habe ihn auch schon auf 200 geballert. Kannst du mich lauter machen? Ich hatte mein Mikro letztes Mal gefixt, irgendwie im Laufe des Abends. Ja, ich mach dich mal lauter bei uns. Weil sonst hat man, wenn ich das zu laut drehe, dann hört man hier alles. Also wahrscheinlich ist jetzt schon ein bisschen hallig. Nö. Also so wie du gerade bist, finde ich es okay. Ist super? Das freut mich. Nice. Ich habe okay gesagt, nicht super. Alles klar. Alter, Alter. Wow. What the fuck, Alter. Direkt zerstört. Ich kann dich nicht lauter machen, du bist bei mir maximal, das ist schlecht. Ach, scheiße. Dann, okay. Dann höre ich so ganz genau hin, wenn du redest, okay? Machst du eh nicht. Dann müssen alle still sein, wenn Tim redet. Ja, aber haben wir letztes Mal auch schon gemacht, die Regel, dass... Ah, warte. Ja. Nicht erschrecken. Hallo? Ja. Hallo, ja. Ist es besser? Ja. Ist es besser? Ja. Mhm. Okay, gut. Ist echt besser, ja. Haben wir eine Lobby schon? Da ist eine Lobby. Den Pegel mal aufgedreht. Ah, klar doch. Danke, Blesk. Danke, Blesk. Hallo, Leute. Könnt ihr vielleicht... Hallo, Blesk. Hallo, Chantau. Hey, Chantau. Hi, Chantau. Ei, Chantau. So. Alright. Oh. PBDRORO sagt, reicht doch mal langsam mit Among Us, ey. Ja, aber wieso? Wenn es auch Spaß macht? Was hätte ich sonst spielen sollen? Etwas, wo ich keine Lust drauf habe. Wäre das schlauer? Ja, heute geht EU doch wieder, oder was? Europa. Pogas. Pogas. Pogchamp. Was mit RimWorld? Haben wir ja gesagt. RimWorld fasse ich nicht mehr Matteo, an. Matteo, du siehst heute ein bisschen komisch aus. Warum sagt man das so? Warum sagt man das jemandem? Nee, sie meint in-game, glaube ich. Ja, in-game, natürlich. Aber danke, Tim Horus. Hey, I got your back. Heißt du denn nicht, dass sie immer zu Matteos Aussehen sagen würde oder so? Hey, hast du das nicht letztes Mal gesagt? Oh, I wouldn't do that. Achso, natürlich nicht. Toxic. Toxic Shorty einfach. Sind wir überhaupt 10 Leute? Weil ich habe ein bisschen wild durcheinander eingeladen. Ich glaube aber schon, oder? Warum habe ich einen 800er Ping auf EU? Das ist ja eklig. Ein paar sind noch? 800. Habt ihr normalen Ping auf EU? Ja, also 50. Wir sind 9 im Discord. What? Wir sind 9 im Discord nur? Ja. Mit Vlesk hast du Halbping? Oh no. Upp. Oh oh. Oh nein. Wartet mal. Vlesk? Ob ich Halbping habe? Jo. Kannst sonst wen fragen? Ja, mein Internet ist auch gerade. Also ich... Jo, same. Ja, dann ich bin auch grad aus der Lobby geflogen. Ja, ich hatte 2000er Ping gerade. 7500 Ping. Jo, hey. Jori, dann ist doch wieder der Server. Dann frag gerne mal. Es muss aber der Server sein, also weil check gerade im Internet, das ist gut. Sollen wir also auf NA wechseln wieder? Ich komme auch gerade gar nicht mehr rein. Ne?
Also, Djiburi ist da, Basu ist da, Vlesk ist da, Tim Horus ist da, Shorty ist da, Parzi, ist Parzi nicht da? Parzi ist Parzi ich bin da. Nicht da. Aber Parzi hat zugesagt also heute, das heißt, wir müssten 10 sein. Ich kann ihn mal kurz schreiben. Frechdachs. Parzi, der Eimer. Kommt ein bisschen später oder so. Ja. Parzilein. Ich hab ihm mal geschrieben, gucken, was er. Also, er hat heute noch zugesagt und danach kam nichts mehr. Was ist mit ungedomt? Simon kann dort nicht, weil der spielt Diablo. Das war wirklich ein Messer in den Rücken gerade. Vor allem für Diablo. Das ist Diablo 2, also ein bisschen Nostalgie, ne? Ich glaube, die haben bei denen sind die Server auch down gewesen bei Diablo, glaube ich, ne? LOL. Einfach alle Serverprobleme. Also, sorry, ich guck nochmal. Wegen Aufkriege. EU scheint ein bisschen scuffed zu sein. Among Us, glaube ich, generell irgendwie so die letzte Woche irgendwie ganz komisch. Ja, das war ja am Dienstag auch schon, ne? Dass wir auf NA gespielt haben und so. Scuffed einfach mein Lieblingswort. Jetzt geht's wieder anscheinend. Super. Also hast du jetzt eine neue Lobby gemacht oder kommst du irgendwie? Ja, neue Lobby. Okay, neue Lobby. Neue Lobby. Neue EU-Lobby. Jetzt bei mir Blacks. Ah ne, ich bin drin. Ja, ich habe auch gerade noch einen Blacks-Screen. Hat nur länger gedauert. Oh, scheiße, weil. Wir könnten halt eine schnelle oder kurze Runde mit 9 Leuten machen, bis Parzi kommt. Ja, also ich habe noch einen 10. Oberbayer, wäre theoretisch dabei. Also wenn Parzi nicht kommt, können wir gerne nochmal Leute einladen. Ansonsten würde ich sagen. Oh, ich habe 50er Ping. Ich muss mal ganz kurz mein Discord neu starten, ich bin gleich wieder da. Aber Patsy ist auch nicht auf Twitch schon, oder? Ich hab mal geguckt. Nee, der ist nicht online. Hä? Also er hat auch heute noch bei Chantal kommentiert. Aber das geht. Ja, Forever Pend oder so, keine Ahnung. Zuerst 21.09. Ja, also. Ja, wollen wir dann einfach eine Person reinholen, damit wir 10 sind? So? Ja, und dann können wir dann zu 11 spielen. Kommt. Ja, das geht schon, das können wir machen. Ja. Okay. So dumm von Unge, er spielt ein Spiel, das ist 30 Jahre alt, kann einfach ein Spiel spielen, das 2 Jahre alt ist, oder? Ist ja, wirklich so, ey. Und so aussieht wie ein Spiel, das 40 Jahre alt ist. Ja, true. Ja, früher wären die Sachen hier nicht rund gewesen. Aber ich würde euch auch in 8-Bit um. Früher warst du auch nicht rund, Franz. Doch. Ich war ein ganz dickes Kind. Dann war ich nicht mehr so ein dickes Kind und jetzt bin ich wieder ein dickes Kind. Ah. Ach, du bist ja nicht dick. Du bist ja ein Bär. Wow. Was du machen, Bären? Gefährlicher Kampfschrei. Nee, mit Flest lege ich mich nicht an, auch als Bär nicht. Ich habe das leichte Sparring-Video gesehen. Aber Flest, du boxst halt die ganze Zeit gegen jemanden, der halt voll der Riese ist, oder? So wie Romatra halt, also. Ach so. 1,85 ist der ungefähr. Aber das Problem ist, der trainiert halt seit Ewigkeiten. Aber Romatra ist doch nicht 1,85. Doch, der ist schon ein bisschen größer. Echt? Ach, scheiße. Mein Trainingspartner hat die gleiche Statur wie Romatra, bloß in stark halt. Okay. Und dann schön und schlau dann auch, oder? Ja. Oh. Schlau jetzt vielleicht nicht unbedingt, sorry Anton, aber... Oh Gott! Wie groß bist du nochmal, Chris? 1,78? Ich bin 1,72, glaube ich. Ja, so Längen, also Reichweitenvorteil ist schon nicht ohne bei Boxen, oder? Ja, das ist nervig. So, jedes Mal, wenn ich eine kassiere, will ich natürlich instinktiv zurückschlagen und merke dann einfach, dass 10 cm fehlen. So. Ja. Und 15 Kilo. Aber du könntest halt niemals gegen Matteo boxen, oder? Weil der Unterschied wäre zu krass. Parzi hat mir geschrieben. Parzi hat mir geschrieben, erst in 5 Minuten da. Oh. Ah, okay, cool. Ihre? Nice. Achso, na gut. Ich habe halt eine extrem krasse Reichweite für meine Körpergröße, weil ich bin so falsch proportioniert. Ich bin viel zu breit für meine Körpergröße, wisst ihr? Also ich habe meine Spannweite ist so wie von einem Menschen, der 2,10 Meter ist. Das ist krass, ja. Das ist auch eine Lüge einfach. Du hast also Affenarme, Matteo. Ja. Aber kannst du beim Weight-In wahrscheinlich echt was sparen und echt in so illegalen Klassen boxen, ey.
Also, wirklich alle fertig machen. Also früher im Matheunterricht war das wirklich mal so, da hat unser Mathelehrer mich an die Tafel geholt und hat dann mich gemessen und meinte irgendwie, der hat dann so, meine Arme habe ich dann lang gemacht, hat er so zwei Striche mit der Kreide an die Tafel gemacht, hat gemeint, das muss jetzt genauso lang sein, wie du groß bist. Und dann war das aber länger und dann meinte er zu mir, du bist unproportioniert. Und ich so, okay. Naja, das ist Ape Index. So. Ist beim Bouldern redet man ganz oft drüber. Deine Armspannweite länger ist als deine Körpergröße, weil eigentlich ist es ja plus minus null. Mhm. Dann hast du halt einen positiven Ape-Index. So. Ist für Boxen und Bouldern und so natürlich mega gut. Aber ich habe auch einen Ape-Index von plus 10. So. Also okay. Auch 10 Zentimeter längere Arme. Isst du auch gerne Bananenfleske oder nicht? Alter, ich muss schon down und muten, ich hab vielleicht vergessen. Sean Sauer hat auch einen Ape-Index, aber nicht wegen seiner Arme. Ja. Das stimmt. Ja, und sonst so? Ja. Ja. Geht. Okay. Ja, Schüler waren jetzt neunt, weißt du? Genau. Ist ja egal. Ja, kommt alle. Lieber eine schnelle Runde zu neunt, als nochmal ein bisschen länger zu machen. Spaß. 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 Oh, geil, ich knall einfach. 4 Minuten? Okay. Viel Spaß. Hallo. Wir können mit Wetten machen, aber nur, wenn ein Mod darauf Lust hat. Ansonsten eher nicht, Chat. So, wir sind Sheriff. Wir haben jetzt hier mal hier gecheckt. Basus ist da spät rangelaufen. Jeff hat gewartet, ist dann losgelaufen. Licht geht aus. Wir rennen einfach runter. Rennen hier rein. Kamera ist an, by the way. Kamera ist an, das ist gut. Wir gucken, ob jemand gestorben ist in der ersten Lichtausphase. Nope. Alright, Kamera ist immer noch an. Ich stelle mich mal hier so an den Rand, dass man sehen könnte, dass die Kamera noch sehen könnte, dass ich hier bin. Ich mache mal die Tür hier auf. Ich weiß gar nicht, wie weit die Kamera reinreicht, um ehrlich zu sein. Man müsste eigentlich noch so ganz leicht reingucken können. Oder sieht man sogar... So. Habe ich was in Specimen? Ja. Oh, oh. Okay. Ich glaube, wir sind safe hier drin. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Alright. Aha. Oh, ich hab reported. Haha. Hihaha. Hallo, guten Abend. Wir sind hier zusammengekommen, um über den Tod von Jiburi zu sprechen und darüber, dass Franz auch gekillt wurde und gecleant wurde. Gecleant? Mhm. Yes. Oh. Weggewischt. Also Franz ist auf jeden Fall zuerst gestorben, wurde gecleaned. Ich habe an der Lifeline gesehen, dass er so ausgegraut war und dann heißt es ja immer, dass er gecleaned wurde. Jibu habe ich jetzt gerade im Electrical gefunden, so direkt hinter der Tür. Tim Host ist mit mir zusammen reingelaufen von rechts und Vlesk stand auch daneben. Mhm, ich war in der Cam davor. Ich weiß auch, wo die ganzen Leute in der ersten Runde waren. Da könnte demnach vielleicht Leute ausschließen für den Clean, wenn ihr mir sagt, wann er war. Ich weiß nämlich, dass Matteo und Jiburi waren die ganze Zeit zusammen im Office. Mhm. Anfangs. Jeff, Shorty, Timoris und ich waren auf der linken Seite O2. Mhm. Chantau ist irgendwann von links ins Office reingelaufen und Baso war im Lab oben. Ja. Also zuerst, nicht einmal gesehen. Zuerst war ich auf jeden Fall links auch bei euch im O2 Electrical. Ich vermute, to be honest, dass der Franz-Kill im O2 Electrical oben passiert ist, weil da super viele Leute waren und die Wahrscheinlichkeit, dass der Imposter und der Cleaner-Imposter auch dort waren, viel höher ist dann. Ich habe Franz aber tatsächlich linke Seite gar nicht gesehen. Also deswegen glaube ich eher, dass wir, die auf der linken Seite waren, das eher nicht waren, sondern einer von denen, die weiter tendenziell rechts waren. Auch sagen, ich habe Franz auch gar nicht gesehen auf der linken Seite. Und ich war mit Shorty anfangs in der Cam. Aber der kann natürlich von unten in den Tour reingelaufen sein und dann gecleant worden sein. Wenn das kann auch Lucky gewesen sein mit dem Clean. Oh nein. Sind alle raus? Ich bin noch drin, glaube ich. Aber vier Leute sind rausgekommen. Oh nein. Oh nein. Vier? Ja. Ja, ja. Tim Hoch ist gerade das Connected. Also brechen wir die Runde jetzt ab. Ich bin auch raus. Wer war im Posser? Chantau und... Nein, das stimmt nicht. Wer war ein Posser? Schade, ey. Lucky. Ich und Tim waren im Posser. Oh, krass. Da hatte ich ja richtig Glück gerade. Vlesk hat den krankesten Clean seines Lebens gemacht gerade, ey. Ich hab einfach... Electrical oben?
Ich wusste nicht, ob du raffst, dass ich keiner bin. Das war so klar. Nee, wir haben nicht in Electrical umgecleant. Wir haben beim Runterlaufen aus dem Dropship haben wir ihn direkt weggecleant. Er hat reingestochen und ich habe, während ich hinterhergelaufen bin, ihn gespammt, weil ich mir dachte, er weiß es vielleicht. Und er war in einer Millisekunde weg, als wir alle aus dem Dropship rausgelaufen sind. Oh mein Gott. Okay. Nein, das war der krankeste. Ich bin an der Tür getötet worden. Ja, aber als wir in Electrical reingelaufen sind. Relativ zügig. Ja. Gleiche Lobby oder neue Lobby? Nee, wollen wir neue Lobby? Also wir sind ja alle disconnected. Okay. Nee, wir gucken nochmal die Uhr, wenn es nicht klappt, dann switchen wir. Ja, Tim Horus, sorry, ne, ich werde dich jetzt jede Runde voten. Ach Mann, ey. Du bist Imposter. Punkt. Das stimmt. Ich ärgere mich so, ich hatte die letzten zwei Wochen in Berlin nicht so den Imposter-Pass. Seitdem ich in Wien bin, habe ich die letzten zwei, drei Mal jetzt nur Imposter-Runden gehabt gefühlt. Heul doch. Mann, ey. Heul doch. Ach, Mann. Ja. Ne? Ja. Ja, gute Runde. Viel Spaß an alle. Ich dachte mir so, ich hoffe, dass er rafft, dass ich cleaner bin. Genau in der Sekunde drückst du einfach auf Kills neben mir. Mega gut, ey. Das wäre eine richtig gute Runde geworden. Weil du hast auch ein gutes Alibi kreiert, indem du gesagt hast, du weißt, wo alle sind. Ja, weil ich hätte Christian nichts abgekauft, aber... Ich will ja auch gar nichts verkaufen. Doch, die lügen. Hm. Ah. Die lügen. Die lügen. Die gibt's kostenlos. Ich hätte dich schon gekriegt. Ich war euch schon komplett am Aufschnüffeln. Außerdem war ich hier. Ich wusste auch, wann die gestorben sind und so. Deswegen. Ich glaube, Lesko und so hätten mich einfach gerade arg eingeknommen. Ja, weil ich neben dir in der Camp stand die ganze Zeit. Ja, ne? Genau. Ey, Fazit ist da, nice. Nee, ich wusste, dass es Lesko tatsächlich schon. Ich wusste schon vor der Runde, bevor er Imposter gewonnen ist, wusste ich schon. Genau, nochmal für alle. Ich wusste immer auch, dass ich Imposter bin. Wenn in der Runde die Person, die gekillt wird, die in der letzten Runde zuerst gekillt wurde, gibt Subgifts, hatten wir festgestellt. Ja. Und aber wen muss ich jetzt töten? Also jetzt kompletter Reset. Jetzt ist kompletter Reset, jetzt egal. Jetzt ist Reset, ist egal. Soll ich dich töten, Franz? Also Franz zählt nicht, oder? Nee, also wenn ich jetzt zuerst sterbe, dann gibt's keine Gift-Subs. Außer es ist Flash, dann ja. Oh ne, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben als erstes. Bitte nicht als erstes sterben, bitte nicht als erstes sterben. Bitte nicht als erstes sterben, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, Licht geht an, ist gut. Oh, Vlesko-Mann ist hier. Vlesk hat aber... Oh, warum braucht er so lang für die Task? Ist Vlesk schon wieder Imposter? Nee, ne? So, die Cam ist an. Ich hoffe, dass Tim Horus... Nee. Arzi will ich nicht hinterherlaufen. Djiburi kommt mir entgegen. War sie an den Cams wahrscheinlich, oder? Ja, kann sein. Das ist gefährlich hier. So, dann machen wir das hier schnell. Und danach gehen wir Richtung Office. Da kam gerade Franz mir entgegen. Hat mich nicht getötet. Wir warten mal. Okay, also. Wenn ich das jetzt richtig deute, dann ist. Scheiße. Dann ist Shorty, glaube ich. Es war Shorty, ne? Shorty hat gar nicht reagiert. Ich würde Shorty dann ausschließen. Hier gehen die Türen zu. Ich hab die Task nicht. Les läuft mir entgegen. Okay. What? Oh mein Gott, drei Leute? Ja. Dann sind es Les und Parzi, oder was? Chitao. Ja. Okay, pass auf. Jeff ist als erstes gestorben. Da waren Timorus, Djiburi, Chantau und noch irgendwer im Office. Ich glaube, Parzi. Mhm, yep. Weiß nicht genau, wann er gestorben ist. Chantau wurde gerade von Shorty umgebracht, vor O2. Dann muss es einen Morphling geben oder du hast mich verwechselt mit Baso. Weil ich bin nämlich gerade noch in O2 bei der Download-Taste. Ich bin gerade an Matteo bei Comms vorbeigelaufen. Also... Kann dann eigentlich auch nicht sein. Also Baso war da, Flesk.
Also Sean ist gerade jetzt beim Report an mir vorbeigelaufen. Nee, ich bin, ja, ich bin nicht an dir vorbeigelaufen. Also auch. Also ich glaube, ich ja, kann ich aber weiß. Ich, du bist ja, ja aber auch Shorty hellrot. Ich hat gesagt, vielleicht war es Baso. Ja, aber Shorty, nicht an dir vorbeigelaufen. Shorty hat, ist ja, hat eine lange Nase. So. Das ja, also ich kann auch also ein bisschen, bisschen Jibus Aussage bestätigen, Lifeline. Und bin halt links rausgelaufen. Sonst also Jibu, Parzi und Timoris können es nicht sein. Die waren ja, vor mir im Office. Zeit, die waren nicht auf der ja. linken Seite. Sprich, wenn Baso und Matteo sich gegenseitig covern, müssen sie zusammen Imposter sein. Und okay. Matteo weiß, dass es ein Morphling war. Weiß oder ich? Es, warum weiß oder es ist einfach Shorty. Ja, wenn also du jetzt ein Alibi gibst, dann fliegt halt Shorty raus. Das wäre meine Annahme. Ich denke, Shorty ist am offensichtlichsten. Wenn es ein Morphling gibt, dann ist es Baso. Ich also, glaube, das ist gerade das Einhorn, to be honest. Ich kann noch mal ganz kurz meine Sicht schildern. Ich habe gesehen, wie Baso aus O2 unten rausgelaufen ist, Richtung Communication. Das stimmt, Baso, oder? Also erstmal hast du mich safe nicht O2 rauslaufen sehen, weil ich aus Comms rauskam, weil ich da meine WLAN-Task und den Download gemacht habe. Und wo warst du bin davor? Aus Comms rausgelaufen und du standest vor Weapons und dann bin ich rechts an dir vorbeigegangen. Oh, die Imposter diskutieren gegenseitig? Nein, nein, aber Baso, davor kamst du aus O2 rausgelaufen, oder nicht? Ja, ich war davor O2, genau, da war genau. Shorty auch noch in O2. Genau. Aber das ist halt schon so 20 Sekunden. Ja, ja, genau. Und danach bin ich zu Weapons gelaufen und du standst an der Tür von Communications, die war zu und du wolltest raus. Oder nicht? Ja, genau. Genau. Aber ich war ja gerade in Comms. Und Blesk, aber wie soll dann Baso da gekillt haben? Oder Baso killt? Er meint ja, dass Shorty Matteo, ich hab gesagt, wenn Shorty nicht Morphling ist, dann seid ihr beide im Imposter-Duo. Aber ich glaube, sorry, ich esse gerade, dass Shorty vor mir getötet hat gerade. Ja, okay. Also ich wollte eigentlich noch sagen, wer mich gecrossed hat mich auf jeden Fall. Ich glaube, dass Shorty wirklich Killer ist. Und deswegen bleiben wir jetzt mal so an ihr dran. Versuchen sie gleich mal zu erschießen. Scheiße, wo ist jetzt hingelaufen? Oh nein, sie tötet mich. Sie tötet mich. Sie tötet mich. Ich bin tot. Ich kann halt nicht schießen auf sie, wenn ich sie nicht sehe. Weil, also für mich, Baso kam einfach rausgelaufen, war dann in Weapons drin. Wie hätte sie den Kill machen sollen? Das wäre auch dumm gewesen, den Kill zu machen. Meiner Meinung nach, ah, hier ist sie doch. Yo, easy. Oh nein. Frage ist, wer ist Nummer 2? Also, was sie das jetzt ein, war das jetzt ein Sheriff? Ja, ja, das war ein Sheriff. War Sheriff? Ja. Gehe ich von aus, oder? Blesk hat, oder, also entweder Blesk getötet oder geschossen. Also Shorty, ich habe gerade gesagt, Shorty hat vor mir getötet. Sie sagt, es ist Morph. Alle haben ein Alibi und ein Vote geht drauf und der war von mir. Deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall Shorty Imposter war. Lol, was ist denn los? Scheiße, ich habe noch versucht, die Sheriff-Rolle auf Blesk zu schieben. Darker Color. Ich glaube nämlich, das könnte eine Mantel sein oder ist Baso auch Darker Color? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da also kann. Kam auf jeden Fall auch gerade in Communications rein und wahrscheinlich sagt sie, sie kommt von O2. Ist das nicht? Nee, ich kam nicht von O2 gerade. Cam war an und er war drin, oder was? Ich kam von oben. Ich glaube, ich war... Ich habe Licht angemacht. Ich habe Licht angemacht. Wenn du von oben kamst, musstest du einen Report-Button gehabt haben. Nee, ich bin auch... Bei Licht bin ich noch mit Shorty runtergelaufen. Dann bin ich in Comms reingelaufen. Was hat mich verraten? Hab meinen WLAN abgeholt und bin... Du bist rausgelaufen und dann bin ich nach dir rausgelaufen. Ja, und da die Leiche. Deswegen. Ja, also als ich da lang gelaufen bin, Luft anhalten kann ich nicht. Ja, aber du hast doch Darker Color gesagt, das wird doch dann der Sheriff gewesen sein und der wird doch gerade rausgegessen worden sein, oder? Ja, sicher, aber warum wurde der Wir haben doch gar keine andere, oder? Weil irgendwer in Range gestanden haben muss, um das zu sehen oder es vorher schon aus dem, was Matteo gesagt hat, rausgelesen hat. Ja, aber war das dann nicht Baso, die da wahrscheinlich daneben stand und es jetzt dann nicht sagt, wenn sie von da kam? Wieso? Was? Nee, du, ich bin noch in Comms reingegangen und dann bist du vor mir rausgegangen und ich bin nach dir rausgegangen und dann hast du den Kill gefunden. Genau von der Leiche. Tim, wo warst du jetzt? Nee, ich kam von Lights. Ich war ein Cam. Also ich hab's ja gekillt und dann wollte ich Blesk mitbringen. Kill und Cam. Also, und ihn mit zur Leiche locken, damit er das checkt und dann er die Rolle vom Sheriff übernimmt. Aber hat dann leider schon Jiburi reported. Also aber ich glaube, war eh on Cam, deswegen. Könnte man gesehen haben, da aber am Rand eventuell oben die Leiche. Also Jiburi hat sich davon oben aus. Links aus Office raus, ein bisschen links nach oben. Da könnte als ich davon oben gekommen bin, Tim war in Camps. Okay, lag da noch keine Leiche. Das ist mein Punkt. Ich bin da vorbeigelaufen, aber da lag Shorty da noch nicht. Jibu, du warst ja selbst nicht mal sicher, wer gekillt hat. Dann ja. Und ich bin ja, hinter dir rausgelaufen, Jibu. Ich kann ja den Kill da gar nicht gemacht haben. Warum kriege ich dann Votes? Ich bin doch Proof nicht.
Was? Haus. So, dann machen wir jetzt schnell Task und mal gucken, ob Tim Horus da noch rauskommt. Er ist halt Evil Guesser, das ist eigentlich noch ganz... Also wenn man alleine ist nur noch, man ist Evil Guesser, dann ist eigentlich noch ganz gut. Da kann man auf jeden Fall... Hat man noch eine bessere Chance zu gewinnen. Weil man halt in einer Voting-Runde noch jemanden mitnehmen kann, wenn man die Rolle weiß. Und bei Sheriff lag er jetzt schon richtig, das weiß er. Und die Vents sind zu. Das heißt, der Security Guard ist noch drin. Wann? In 30, okay. Da können wir Specimen schnell machen, dann hoch zum Labor. Matteo, einfach wie diese Serie, wo am Ende alles nur von einem Hund geträumt wurde. Was? Hä? Welche Serie ist denn das? Ich hab nicht aufgepasst. Wo sind die? Wo war das? Scheiße. Lost? Garfield? Lost war nicht von einem Hund geträumt. Okay. So, dann hier oben die Kabel. Okay, easy Kabel. Dann hier suchen wir Jupiter, was Jupiter sein soll. Und Communications, letzte Task. Okay. Matteo, wann in Real Life Stream auf dem Straßenverkehrsübungsplatz? Wäre witzig, aber nee. Glaube nicht. So, verfolgen wir mal den Killer. Chantau ist ja auch tot. So. Chillt einfach die ganze Zeit in Vents, oder? Fuck, ich sehe ihn nicht mehr. Ja, wieso sieht man die Namen nicht? Die haben wir ausgestellt, wegen einem Vent-Bug oder so. Und ich finde es aber so ganz geil, weil dann kann man sich viel geiler verstecken und sowas. Okay. Okay. Wer war gerade im Labor von euch? Vesper Office gerade und ich auch. Also jetzt gerade, in den letzten Sekunden. Ich war im Labor und bin nachgekommen. Also es ist schon ein bisschen her, aber ich war im Labor vor 15 Sekunden. Von mir war gerade keine Lifeline von euch. Also als Licht gerade letztes Mal ausging, stand ich eine Weile am Atmen und habe ein bisschen reingelurkt. Da waren an einem Punkt waren zwei im Labor und danach waren zwei im Electrical. Und Parzi liegt tot im Electrical. Also der Imposter war mit Parzi im Electrical. Parzi wollte probably Licht anmachen und wurde da gekillt. Tagslos nächste Woche mache ich einen Trainingsrun, ja. Ja. That's it. Hey, Mauboy. That's my info. Wo seid ihr denn gerade jetzt? Ich war Labor und bin danach Koms gelaufen. Du bist ja vor Labor gewesen, hast die Tür aufgemacht und bist dann links weg. Mit wem redest du jetzt? Ja, mit dir. Ja. Ja. Ich stehe jetzt halt an Lifeline. Und Jiburi hat gesagt, ihr beide seid... Wie alt ist der Kill? Der war schon tot, als ich ran bin. Nee, linker Ausgang von Office war Les gerade. Also wahrscheinlich Richtung Communications, aber aus Office raus. Ich habe Kabel im Klo gemacht, in Communications. Nee, die Mod haben wir noch nicht gespielt. Die war jetzt ein bisschen buggy und jetzt überlege ich, ob wir die noch spielen wollen. Aber weiß nicht wann. 7 Days to 4, nächste Woche wieder grundsätzlich geplant. Ja. Wir müssen jetzt zwangsweise nicht voten.
Also sobald wieder alle können, spielen wir wieder Seven Deaths. Ich habe zwei Bots bekommen, dachte, das wäre vielleicht noch also noch zwei Imposter drin. Du hast nämlich gerade eigentlich gesehen. Trainingsplan gibt es nicht, ne? Weil ich bin die ganze Zeit lang gelaufen, ich habe dich zu keiner einzigen... Sonst hätte ich ja Darker Color nicht dingsen können. Ich habe deine Fußspuren halt gesehen. True, ja. So. Guten Abend. Dachte doch, ich werde jetzt hier... Oh, shit! Oh, jetzt wird's aber... Oh, Tim, nicht worten. Tim, nicht... Ach man, ja, Tim, du bist doch so eine Nase, Tim. Gib mir doch eine Sekunde. Ja, weil Bar so Evil Guesser ist. Ach, wie smart. Du hast doch Matteo als Sheriff rausgeworfen. Wie krass hat denn Tim Horus diese Runde gewonnen? Also spielt hier nicht die beste Imposter-Runde. Ey, Tim Horus, wenn du es wirklich Flo, ja, bist, noch ohne Koffein, ja. So killen können. Ich werde so überrascht sein, aber wenn du es echt bist. Aber ich wusste, ich darf dich nicht killen, weil du hier so... Ey, starke, richtig starke Runde, Tim Horus. Ich wollte dich einfach rausvoten, Linda. Ja, du hast mich mit Absicht nicht gekillt. Ja, genau. Ey, das war sau stark. Schocki! Schön gemacht, Tim. Super stark. Oh, stark, das war so traurig, als du gestorben bist. Hast du das on Cams gesehen? Du sagst so, oh, what? Ja. Hast du on Cams gesehen, wie Shorty erschossen hat? Ja, ich hab ihn gesehen. Erst wird sofort so, okay, let's go raus. Ich weiß, dass du immer so eine Evil Guest-Dinger machst. So. Da hab ich gedacht, okay. Wie nice. Ja, verstehe ich ja, aber... Jetzt hat er ja Shorty rausgehauen. Also er war es nicht. Ja, hab ich in dem Moment einfach vergessen, tatsächlich. Ja, hab ich in der Runde davor noch gesagt, nee, vielleicht kann es ja nicht sein, der hat der Shorty rausgekickt und gerade hab ich es einfach vergessen. Es hätte sowieso nicht geholfen, weil ich in fast jedem Fall auf dich gegangen wäre, glaube ich. Ja, Chantau, sag's nochmal, das ist, glaube ich... Genau, und ich dachte, den Vote kriege ich auf Linda sonst. Was? Chantau, sag's nochmal, um das aufzudröseln. Nee, ich sag's nicht nochmal. Doch, bitte. Nein. Was denn? Nö. Okay. Ja, nö. Chantau hat den ganzen Fall jetzt gelöst, weil er hat gemeint, dass Flest war kein Imposter. Ah. Ja, das wollte ich quasi sagen. Oh, danke, ja, Chantau. Chantau. Jo, kein Ding dann, ne? Ja. Guten Abend, hey. Hallo. Hi, ich habe halt einfach die Kamera aufgemacht nach dem einen Lightfix und Matteo schnetzelt einfach Shorty weg. Ja, ich hab dann schnell jemanden gesucht, der mit mir dahin geht und reportet, damit wir dann sagen können, die Person war der Sheriff. Aber war natürlich unlucky, dass der Imposter gerade in der Kamera zusieht, wenn ich es mache. Ja. Jo. Ja, nice. That was fun. Jeff Chantau, Franz, erste Runde gestorben. Wer? Matteo, ich darf jetzt nicht sterben, Chantau, sonst krieg ich das Subs. Franz. Jeff. Genau, Jeff. Aber eigentlich nur Jeff nicht, oder Jeff hat das ist ja nee, richtig alle, mies. Alle drei. Achso, okay. Nee, alle drei ist zu krass. Nein, nein, nein. Nur Jeff war der allererste. Nur der erste Kill, weil sonst ist. Wir haben doch das. Achso, okay. Ja, weil, ey, das ist sonst logistisch. Dann kannst du drei Leute nicht töten. Nur Jeff nicht. Ja, das ist sonst zu krass. Jeff habe ich als erstes gekillt. Wie wäre es, wenn ihr gar nicht tötet? Nur mal so. Geht auch, ja. Ihr Schweine. Echt mal. Ihr Schweine. Ja. Ich denke mich jetzt Kenny Imposter. Ich muss die Runde gerade noch ein bisschen verarbeiten. Ne? Ja, also. Alles gut. Das Ende war geil. Angst, du warst nicht. Wenn ich daran zurückdenke. Ich verstecke mich irgendwo ganz in der Ecke, wo mich der Imposter for free killen kann. Okay, dann. Nein, kriegst du 5 Sub gibt. Nee, also Jeff for free ist das dann nicht gerade, aber naja. Viel Spaß. Hey Marius, was geht ab? Viel Spaß. So. So, wir sind. Warte mal, wir sind Medic, da oben gab es keine Task. Ich shielde jetzt mal Jeff. Ist da vielleicht ein bisschen dumm, weil da könnte ja Imposter sein. Dann haben wir jetzt jemanden geschieldet, der vielleicht Imposter ist und in der ersten Runde eh nicht hätte sterben können. Fuck. Warum habe ich einfach geschieldet? Ich bin dumm. Ich bin einfach dumm. Ich bin dumm. Ich hätte warten sollen. Ich hätte erst versuchen rauszufinden. Ich hätte es. Oh nein, das ist scheiße. Scheiße. Shit. Oh Mann, jetzt habe ich Jeff einfach geschildert. Das hätte ich nicht machen sollen. Okay, wir gehen durchs Labor. Machen da alle Task. Und dann gehen wir in Specimen und machen da alle Task und dann lösen wir den Fall. Zuletzt in Office waren jetzt Jiburi und Blesk. Gucken, ob jetzt gleich hier ein Kill passiert. Shit, ich hab... Oh nee, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin nicht tot.
Wir stecken uns hier in der Ecke. Warum geht die Runde so lang? Warum geht die Runde so lang? Ich kann nicht zählen. Das ist schon Tau gewesen. Warum läuft er so komisch da rein? Warum läuft Chantau so komisch da rein? Als ob er keine Tasks da drin machen will. Das ist strange. Nur Jiburi ist tot. Parzi ist hier. Franz kommt mir entgegen. Die kommen ja von hier. Das heißt, die Leiche wird nicht hier liegen. Die Leiche ist wahrscheinlich im Labor oder hier oben bei Electrical irgendwo, oder? Hä? Ist nicht hier drin, oder? Oh, shit. No! Hä? Ah, Cleaner schon wieder. Okay. Wait. Oh, ist Jibu. Ja, wir haben Cleaner drin. Wo ist Jibu hin? Aber Jibu ist spät gecleant, oder? Und ich glaube, Franz wusste wann, weil das stand in der Lifeline, da bin ich gerade reingelaufen und ist losgelaufen und dann war Jiburi gecleant. Oh, aber ich weiß halt nicht, ob in dem Moment gecleant wurde, weil ich bin reingelaufen und in dem Moment ist er weg. Ich dachte, der Reporter darf zuerst reden. Sorry. Also, ich bin gerade in Communications rein, da ist ein Flask rausgelaufen und Franz liegt in Communications. Was? Da habe ich ihn reported gerade. Jo, hab ich auch gut. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin. Ich muss runterschlucken, sorry. Bist du eigentlich Donuts? Teigtaschen. Ich war gerade mit Franz an der Lifeline. Ich bin von rechts rein, da ist Franz losgelaufen. Ich gucke auf die Lifeline, Jiburi ist gecleant. Ich bin runter in Admin gelaufen. Ein Punkt war O2, einer Electrical, einer Lab und zwei Punkte waren in Comms. Ich laufe nach links rüber, sehe, wie Timoris die Tür zu Comms aufmacht und reportet, ich kam nicht aus Comms. Ich kam aus dem Office, ich bin kurz runtergedippt, hab Shorty sogar noch gesehen, ich stand unter dem Office und bin links eingelaufen. Also Shorty kann ich rausnehmen und Timoris kann ich rausnehmen für den Kill. Außer er ist nochmal reingelaufen, aber ich kam nicht aus Comms, ich kam aus Office. Ganz kurz, Frage. Wie habt ihr das alles gesehen, wenn Licht aus war? Ganz kurz. Ja, genau. Also gegenseitig, sowohl gesehen. Tim als auch Les. Pass auf, ich sind beide im Poster. Oh mein Gott. Also, ich habe die Tür aus. Das war doch nur Communication aus. Jeff. Nee, es war Licht aus gerade. Das Licht war aus, ich habe die Tür aufgemacht. Ich habe auch nicht gesehen, wo die Leiche lag. Aber weil ich die Tür aufgemacht habe, weiß ich auf jeden Fall, Franz muss in Communications liegen. Ja, aber was war die Sache als die Tür aufging, habe ich halt gesehen, wie Vlest durch mich durchgelaufen ist. Ich habe dann einfach, mein Hirn hat daraus gemacht, er ist da rausgelaufen. Kann aber auch sein, dass er einfach links an mir vorbeigelaufen ist. Nee, ich bin zu Comms gelaufen, weil ich dachte, das ist cleaner, du und Comms ist, weil zwei Punkte in Comms waren. Aber das Problem ist, ich meine tatsächlich, also ich, als ich quasi aus Comms rausgelaufen bin, da ist Base und Weapons rein, da habe ich mich quasi an die Wasserräder unten gestellt und ich stand da jetzt wirklich für 10, 12 Sekunden und ich stand jetzt quasi auf dem Vent. Deswegen Vlesk ist auf jeden Fall nicht die letzten 10 Sekunden an mir vorbeigelaufen und hätte mich auch nicht sehen können wegen Lightout. Und der Medic, der mir ein Shit gegeben hat, ne? Als ich an dir vorbeigelaufen ist, was Licht nur nicht aus. Bin. Ja, aber dann kannst du ja trotzdem halt nicht sagen, dass du mich gerade gesehen hast. Warum weiß Jeff, dass er ein Schild hat vom Medic? Scheiße. Also, bevor wir von Lifeline losgelaufen sind, kamen Parzival und Franz uns entgegen. Aus Richtung Communications. Dann muss Franz wieder zurückgelaufen sein. Oh mein Gott, ey. Och nee. Mann, ey. So, was haben wir hier? Wie Sekunden sind es noch? 17, dann machen wir eine Task hier drüben. Dann, das ist unsere letzte Task. Lol. Immer wenn er so viel redet. Ja, aber Vlesk,
Ich finde, Bless ist schwer zu durchschauen irgendwie. Ja, also ich habe Matteo in Comms gefunden. Bin gerade bei Lights Out von O2. Ich war vorher das erste Light mit Baso fixen, habe dann meine O2-Task gemacht. Bin rüber zu Comms, Tür aufgemacht, jetzt gerade, und Matteo dahinter gefunden. Ich habe zwei Comms gesehen, ein Specimen, einer ist Office und ich glaube, einer ist linke Seite. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob das Richtung Electric Security war, to be honest. Bist du das noch, Baso? Bist du noch links irgendwo? Nee, ich bin in Specimen gelaufen und ich glaube, Blesk war auch da. Ich stand aber an der Task. Ich habe ihn, glaube ich, nur so reinlaufen sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war der Erste. Ich war mit Parts im Lab und bin in Specimen rein. Da kam Jeff gerade raus. Okay, weil ich kam. Und dann war ich in Specimen und dann war ich mit Linda kurz im Specimen. Aber nur am Ende. Ja. Aber wer hat dann... Wissen wir ungefähr, wie alt Matteo ist? Okay, also 10 Gift-Subs, wenn das Discord-Overlay verschoben wird. Ich bin ja dann oben rausgelaufen, bin dann Richtung Office gegangen und ja. Matteo ist 27 jetzt Sekunden. Jetzt wird hier Geld verdient, Leute. Okay. Und Tim ist innerhalb der letzten 7 Sekunden gestorben. Wo ist Shanti hingegangen nach Otto? Bin ich immer noch. Okay. Ich habe Party unten in Otto. Sorry. Der Party war unten in O2, dann bin ich Kameras gegangen und dann habe ich Shorty rechts ins Office reingehen sehen, aber das ist schon 8 Sekunden her. Und durchgespawnt, also, habe ich tatsächlich niemanden mehr gesehen. Ja, ja, die Frage ist, warte mal, du hast vor 8 Sekunden Shorty an Lifeline gehen sehen? Ja, die ist ins Office reingelaufen. Ins Office ist reingelaufen. Genau, deswegen habe ich ja gesagt, vor 8 Sekunden... Sorry, mach du erstmal Chantal. Nee, das war alles, von rechts bist du reingelaufen. Genau, ich war ja an Lifeline, hab gesehen, dass Matteo tot ist, bin deswegen zum Admin-Panel gelaufen, hab ja eben gerade gecallt, einer Specimen, ich war im Admin-Panel, einer Office, einer Cam und zwei Richtung Comms. Und in dem Moment, in der Zeit, wo ich von Lifeline zum Admin-Panel gelaufen bin, ist Tim gestorben. Also ich kann vom Timing her, da ich weiß, wie alt die Leiche ungefähr ist, kann ich rausnehmen, Parzi und Jeff, weil die zu dem Zeitpunkt, wo Matteo gestorben ist, war der eine in Specimen drin und der andere war mit mir oben im Lab, die haben den Kill beide nicht gemacht. Ja, wenn der so alt ist, dann müssen doch Parzi, Shanti und ich uns rausnehmen. Tim Horus, keine Ahnung, aber ich weiß, dass Shorty mich letzte Runde in den Bus werfen wollte. So. Ja, aber Tim ist ja jetzt auch tot, was ja auch nicht für dich spricht. Ich bin verwirrt. Aber, okay, damit habt ihr gerade den Timemaster rausgekickt. Ja, gut, ich hab eh nicht gewotet, aber. Ja, das war ein bisschen. Hätte nichts geändert, ich wollte auf Jeff voten. Nee, Jeff hat Matteo nicht gebracht. Wie geht das? Okay, ich hol mir einen Stuhl, ich hab mir einen Stuhl geholt. Ich kann es nicht umstellen. Scheiße. Fuck. Ja, die Kohle können wir nicht. So, Chris macht doch da keinen Kill. Dann bin ich reingekommen, hab ihn gemacht. Jeff, hast du den Kick schon raus? Ich hatte ihn gerade letzte Runde rausgehauen, bevor du reportet hast es. Fuck, und ich dachte mir so, ja, die haben keinen Fix, weil ich habe nie jemanden im Vent gesehen. Das ist niemals blaue Leuchte. So. Schade, Schokolade. Weil wir voll überholt sind. Ich als Ingenieur, weil dann genau das passiert hat, ne? Weil die Imposter wissen das da direkt dann. Oh, ich wollte auf Chris schießen und dachte, ich warte noch ein Meeting und das war ganz, ganz schlecht. Ich wollte Jeff dreimal umbringen und habe jedes Mal vergessen, dass er gemedic-shieldet war. Das war richtig awkward. Ich musste mal... Matteo, oder? Ich rasse das. Das war richtig unlucky eigentlich für uns in der ersten Runde. Weil ich hab 3 Meter neben Franz gecleant und Franz hätte mich wahrscheinlich komplett dafür rausgenommen, hätte ich zumindest gehofft. Nee, ich habe dich verdächtigt. Warum? Zum Glück habe ich Franz gecleant. Warum? Ich stehe in Storage, auf einmal rennt er zu mir und ich wusste genau, dass er ein Medic Shield kriegt. Ah, nice. Okay, ja, Gut Feeling. Ich cleane 3 Meter neben Franz, hinter einer geschlossenen Tür, Djibouti weg, lauft sie mal in die Lifeline. Er sagt, nee, ich hätte dich verdächtigt. Ist egal, ich hatte ihn doch gekillt dann. Also, jo, pass auf. Zum Glück. Du bist ja richtig krass. Djibouti ist links aus dem Lab rausgelaufen und an Komm standen halt 3 Leute und dann bin ich an Lifeline gegangen und dann war Djibouti weg. Und ich wusste, dass Djibouti entweder über Storage gecleant worden war oder eben... Unter Richtung Lifeline. Wip oder Rip, du schaffst es gewesen, nicht, weil ich Djibouti getötet eine Runde habe bis zum Meeting die Luft anzuhalten. Ja, deswegen, die wurde nicht... Die wurde hey, das ist auch voll lang. Das habe ich auch gesagt. Wen dürfen wir nicht killen, erste Runde? Spaß. Djibouti. Mich, Djibouti. Okay. Nicht schon. Und Franz. Schau, darf gerne rein. Nee. Nur eine. Bauri. Ich bin echt geil. Aber Franz ist auch Achtung. Ich kann das ab.
Keiner ist dran gelaufen. Die sind nur so in die Richtung gelaufen. Scheiße. Okay, wir konnten niemanden basten mit dem Trick. So, wir sind Detective. Das heißt, wenn wir die Leiche finden, wissen wir auch die Farbe, glaube ich. Und wir sehen die Fußspuren. So. Alright. Das haben wir schon mal alles. Hä? Matteo, oh, erzähl mal. Matteo, bist du cleaner? Da liegt jemand tot bei Admin und liegt aber schon länger da. Und dann habe ich versucht, mich so draufzustellen, dass man die Leiche nicht sieht. Hat aber nicht geklappt. Perfekt, Matteo, perfekt. Ja. Flesk, als du gesehen hast, dass Chantau tot war, warum bist du dann nicht zum Admin-Table gelaufen und hast geschaut, wo jemand liegen könnte? Ich mir dachte, Franz ist Imposter. Ich gehe mal kurz deinen Fußweg ab, aber ich wusste nicht, dass du aus Admin raus und unter Lab wieder reingewendet bist in Office. Okay, also ich glaube, Fless ist Imposter, aber viel mehr würde ich jetzt auf Mental pushen, weil der Kill ist mindestens 20 Sekunden alt, liegt in Admin. Mental hat nichts gesagt, der steht einfach nur auf der Leiche, hat nicht reported. Ich habe reported. Er hat reported. Ja, jetzt nach 20 Sekunden so. Aber trotzdem klingt das schon sehr nach Matteo da. Warum sollte ich denn als Imposter? Warum sollte ich als Imposter einfach auf der Leiche stehen bleiben und dann reporten, wenn du erst kommst? Nee, das nehme ich nicht. Warum sollte ich das und das machen? Das funktioniert Franz. Nicht. Hä, aber also Franz, wenn ihr das nicht nehmt, dann würde ich einmal Shorty rausnehmen, die war in O2, die kann da nicht in Admin gewesen sein. Parzi, warst du auch mit mir in O2? Ist das richtig? Ja. Warst du das und da war noch jemand? Tim Horus oder Jeff? Ich weiß es nicht mehr. Ich war das. Ich war auch eine Zeit lang da. Ich war das. Ihr wart beide da. Du standest unten bei den Wasserrädern, Shorty. Parzi war auch in O2 und Jeff, Tim Horus, glaube ich auch. Also, ich habe mich hinter dir versteckt, war so. Ja, ja. Also, Blesk war in Office, als der Kill wahrscheinlich passiert ist, weil ich war in Lifeline, dann habe ich meine diese Umdreh-Scan-Task gemacht, dann die Swipe-Task, dann bin ich runtergelaufen und dann bin ich direkt runter zu Admin, da lag die Leiche schon. Wie gesagt, die Leiche ist mindestens 20 Sekunden alt. Ja, sage ich ja auch. Ich habe auch nichts anderes behauptet. Ich habe doch gesagt, ich habe versucht, mich draufzustellen und die zu verstecken. Vielleicht hat er noch ein Tischgebet aufgesagt. Und woher kam Flesk? Ein Tischgebiet? Das weiß ich nicht. Flesk, von wo kamst du denn rein ins Office? Ach, keine Ahnung. Okay, gut. Okay, also wenn Mental nicht der Kill ist, keine Ahnung sagt, ist das das. Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Weil, warum sollte denn Flesk in mich reinlaufen, nachdem er unten den Admin killt? Ja. Das ist aber jetzt Franz, also, wenn du jetzt kein Imposter bist, dann hinterfrage ich dann, wie du Crewmate spielst. Muss ich auch. Wenn du in Lifeline bist, 20 Sekunden Kill siehst und dann gehst du nicht an Admin-Table? Also Franz, das ist ein bisschen suspicious weird. Verfolgen wir mal Franz. Aber nicht so lange, weil ich glaube, er ist Killer. Okay. Ich muss die Task hier machen. So, Jeff läuft hier rein. Oh nein, ich bin tot, oder? Ist denn jemand gestorben? Oh, Türen gehen zu. Ui. Gut. Lol, Frank hat den Mund tot gemacht. Wundertoll. Oh Gott, das ist ja richtig Orgon, ey. Also ich war gerade im Labor mit Vlesk und wer war da noch? Ich habe bei mir immer, weiß ich, kann mir das immer nicht merken. Ich habe niemanden gesehen. Im Labor. Dann war das Vlesk. Dann war das Shorty. Also Vlesk und Shorty waren im Labor. Ich bin aus dem Labor rausgelaufen, weil Licht ausging. Habe Licht angemacht. Habe ich Licht angemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls liegt Franz da vor Electrical. Dann kann ich raus. Ja, genau. Dann kann ich Jeff rausnehmen, weil als das Licht ausging, waren wir beide in Office. Und genau. Wo bist denn du raus, Jeff? Links, rechts? Links.
Links, rechts, also Kombination. Beide links. Zack, zack. Also Vlesk und Shorty sind für den Kill auch raus. Ja, ich war. Vlesk ist in Appendikon gelaufen. Ah ja, ihr seid raus. Ihr seid aber ich langsam. Wünschte, ich hätte ihn gemacht. Dann bleiben jetzt noch übrig. Ja, vielleicht, Jibu, Parzit im Horus. War jemand an Admin? Ich war alleine in O2. Ich dachte eigentlich, ihr seid alle da, weil ihr meint, ihr wart das, alle. Aber das ist eine Lüge. Ich bin in O2. Oh, ich bin shit. Mein nein. Kann das auch ein da, nein. Durchgelaufen. So ein Einhorn, kann das auch ein Sheriff einfach sein? Der auf Vlesk geschossen hat? Kann es nicht sein. Was? Auf Vlesk geschossen? Also Franz ist Sheriff und dann auf Vlesk geschossen. Warum sollte Vlesk das nicht sagen? Vlesk war nicht in Electrical. Vlesk war im Labor. Der Kill ist Electrical. Es ist nicht möglich. Oh, Tim Moros, dann bist du aber verdächtig. Kann sein, dass ich dich noch nicht gesehen habe. Nochmal, wenn Matteo und Jeff sich rausnehmen können, bleiben Jibo, Parzi, Tim Moros. Ja. Dann also lass Parzi mich kurz erklären. Behauptet, ja. Also ich habe die Note unter Electrical gemacht und bin dann ins Office gerannt. Da ist Matteo links rausgerannt. Jeff war auch drin, ist dann auch anscheinend links raus. Ich bin an den Admin-Table dann. Ja, also das heißt, du warst aber in Electrical, Tim, oder nicht? Ich war nicht in Electrical, ich war nur bei der Node. Ich war nicht oben drin. Aber das ist ein Vent. Ja, war ein Vent, ja klar. Aber ich habe halt nur die Node gemacht. Ich war gerade, wie gesagt, am Baumraum erst dieses Pipu, Pipu. Und dann habe ich den Download gemacht. Piepup, und dann, also nicht den Download gemacht, aber den Download auf jeden Fall gefaked. Pipu, Pipu. Und Parzi hat gerade gesagt, dass er halt da alles abgesucht hat und mich nicht gesehen hat. Aber wenn du im Baumraum warst, ja, geht das nicht. Also dann warst du nicht im O2. Ich kam leider gar nicht dazu, irgendwas dazu zu sagen. Ich habe erst unten die Task gemacht, aber ich bin seit 20 Sekunden im O2 und bin da durch die Gegend gelaufen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich dich nicht gesehen habe. Mhm. Also ich war ganz am Anfang halt unten die Task machen und dann war ich im Pipu-Pipu und hat dann Download gefaked nach eigener Aussage. Das ist auch wild. Ja. Also es kann doch nicht sein, dass Tim Horus schon wieder Imposter ist. Der kann doch nicht einfach tausendmal Imposter sein, oder? Scheiße. Das also irgendwie, das ist alles ein bisschen fishy. So, Jiburi ist hier. Jo, ich habe gerade auf Jiburi geschossen und sie ist... Du hast... Was? Und sie ist Imposter gewesen, zumindest. Also hast du Pipu auf Jibu gemacht? Dich hat Pipu und Download-Fake nicht abgeholt? Nee, nicht so richtig. Okay. Ja. Kann sein, dass ich jetzt sterbe, aber da habt ihr schon mal die Info. Nee, ich kann's dir, braucht ihr, also wir müssten Matteo hier nicht mal voten, weil Tim Horus gleich bestätigen kann, dass Jibu der Imposter gewesen sein muss. Ich kann bestätigen, dass Matteo da gerade raufgeschossen hat. Also ich bin tatsächlich gerade in den Lab reingelaufen und habe gesehen, wie er quasi auf sie gesprungen ist. Ich muss aber gestehen, ich glaube auch eher, dass Shibuki Imposter war, to be honest. Parzi, warum kann ich das bestätigen? Ist egal, Tim, will ich nicht weiter drüber reden. Okay. Will ich nicht weiter drüber reden. Also da Parzi... Tim Moros kann gleich bestätigen, was passiert ist. Kann ich nicht bestätigen. Ja, egal, will ich nicht drüber reden. Also da... Ist egal. Da Parzi und Jiburi sich gegenseitig so ein bisschen beschuldigt haben in O2, und wenn Jiburi den Kill davor aber nicht gemacht hat, dann müsste Tim Horus den gemacht haben. Das ist ein bisschen so mein Problem. Den habe ich halt eben nicht gemacht, weil ich ihn... Ja, kann sein, dass Jiburi den einfach gemacht hat. Ja, kann gut sein. Also dann hat Jiburi den Kill dann halt gemacht, aber dann können alle anderen einfach Killer sein, ne? Weil ist ja nur ein Kill passiert und die anderen Alibis sind dann einfach wertlos. Aber dann frage ich mich, warum schießt jetzt quasi der Evil Guesser nicht drauf? Haben wir keinen Evil Guesser? Oder Jiburi kann der Evil Guesser gewesen sein, das weiß man nicht. Das ist halt auf dem Sheriff zu Evil Guessen ist oft gar nicht so schlau, denke ich, weil der Sheriff sich dann oft einfach sowieso einmal erschießt. Genau, und jetzt ist er noch. Weil man immer hinterfragt, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Genau. Also man kann, ich würde es auch aufheben. Ja, das stimmt. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob jetzt. Ich Evil Guesser hätte ich auf jeden Fall direkt auf Matteo Sheriff gemacht. Aber wenn wir einen Sheriff drin haben und der sich jetzt denkt, oh, ich schieße einfach nächste Runde auf Matteo, mach's nicht, sag's einfach. Keine gute Idee, einfach callen, ne? Ja. Okay, mach ich. Okay. Also wer ist jetzt Imposter? Will ich nicht weiter drüber reden. Matteo anscheinend. Nee, warte. Ja. Aha. Ich wahrscheinlich. Also Jiburi könnte... Also das kann natürlich auch alles ein heftiges Mindgame von Shorty sein, ne? Aber Shorty hatte da Alibi in der Runde
Und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass, dass Shorty... Oh, das wäre natürlich ein krasses Mindgame, ne? Da hätte sie mich krass geplayt. Ach scheiße, ich hatte ja Report... Oh ne, ich bin doch dumm. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch den Report, wer getötet hat, aber ich habe doch gesehen, wer getötet hat. Ich habe es halt einfach, also, ich denke mal, ihr checkt es schon, ne? Da ich das nur gesagt habe, um Shorty zu schützen, falls der Evil Guesser noch drin ist. So, auf wen? Jetzt schießt wahrscheinlich Shorty auf... Auf wen? Und nicht, dass sie mich erschießt, ne? Es wäre so krass, wenn sie Imposter wäre. Oh mein Gott, ich dachte, sie wendet. Wenn sie Imposter wäre und sie einfach mit mir jetzt rumläuft und einfach die ganze Zeit Leute tötet. Das wäre ganz witzig. So, Cam ist an. Jeff hat uns jetzt zusammen rumlaufen sehen. Sie ist hinterm Stein, lol. Dann machen wir hier Bait. Ich gehe mal hier so hin. Stell mir hier so, so ein halber Bait. Was? Ja, ich wäre jetzt kurz noch an Admin gegangen und hätte kurz noch Infos geholt. Okay. Ich würde auch gucken, wo die Leute sind. Es war einer in Camps auf jeden Fall. Also ich kam davor ja aus Bessemann, da war ich ja mit Baso zusammen. Nochmal ganz kurz, wo liegt sie? Warlock Killer in Lifeline. Ja. Das weiß ich nicht. Ich habe, ich war im Specimen, da war Parzival auch. Parzi ist zuerst rausgegangen, da bin ich rausgegangen, habe kurz an Admin geguckt. Da war dann übrigens schon wieder jemand Specimen, nachdem ich raus war. Bin oben zur Lifeline gelaufen, da lag Shorty schon tot, Vlesk stand daneben und Parzival auch. Und dann habe ich reported, weil die anderen es nicht gemacht haben. Ich habe den tatsächlichen Kill auch nicht gesehen. Also rein theoretisch könnte Vlesk getötet haben, aber dann wäre das ein ziemlich großer Gamble gewesen, weil er mich als Imposter rechts... War das ein Instant-Report? Nein, nee, gar kein Fall. Also der lag da schon. Wer hat sie alles bewegt? Ja, ich, Parzi und Linda, wir haben uns bewegt. Ich weiß nicht, ob Vlesk sich bewegt hat. Ich habe auch nicht gesehen, ob Vlesk vielleicht den Kill gemacht hat. Na, wenn, also wenn wir mal davon ausgehen, dass ich recht habe, dass ich nicht lüge mit meinem Warlock-Call. Ja. Haben sich Parzi und Base bewegt. Ja. Keine Ahnung, wo Matteo war, aber er meinte, er hat geschossen. Das glaube ich ihm, weil ich denke, dass Jiburi sehr sass war. Tim Horus war anscheinend ein Specimen und Jeff war wo? Tim Horus ist kein Imposter. Ich bin gerade vor. Ja, Jeff ist der Zweite. Nein, ich bin vom Admin hochgelaufen. Und da habe ich dich gerade noch in meinen Kreis reinlaufen sehen. Ja. Marzi und ich können dir sagen, dass Jeff der Zweite ist. So, dann habe ich mich ja bewegt. Ich gebe euch gerade mal ein bisschen Info, weil ich glaube auch, dass es Warlock gerade war. Das heißt, Evil Guesser ist tot. Ich bin nicht Sheriff. Shorty war Sheriff und hat geschossen. Ich habe es nur gesehen, habe sie gedeckt. Nur zur Info. Ach, bist ein Lesk, warum war das ein Warlock-Kill und du warst cursed und hast Shorty hat auf dich geschossen, Blesk. Baso, ja, natürlich. Als du reinkommen bist, ist der Kill kurz davor gerade passiert. Das kann ich dir sagen. Ja. Matti und Blesk sind Imposter? Nein. Jetzt lasst uns doch einfach mal, wie sehr der eine Frage gestellt, dann würde ich auch gerne aufklären, was passiert ist. Ja. Also, Linda, eine Sekunde bevor du reingelaufen bist, ist Shorty an mir umgefallen. Warum hat denn jemand 11 Sekunden gesagt? War jetzt der Kill am Ende alt? Ja, dann hast du ja 11 Sekunden lang nicht reportet. Ja, genau. Ja, weil Warlock. Weil ich dachte, es ist Warlock. Ja, genau, aber es ist wahrscheinlich kein Warlock. Hä? Warum wäre ich jetzt einfach so gewotet? Müsste jetzt vorbei sein eigentlich. Das war nicht einfach so, Jeff, Tim Hoos und ich können uns hundertprozentig ausschließen. Ist aber GG, genau. Weil Jeff war richtig. Genau. Ich wurde geschiftet, da wir so viele rausnehmen konnten. Ich habe die Runde nicht einmal einen Kill gemacht. Matteo, du bist einfach viel zu pfeifert, wirklich. Ich habe einen Kill in der kompletten Runde gemacht. Ja, und deswegen Jeff. Du konntest durchaus rausnehmen, einfach. Ja, das Problem gerade war Linda war so perplex mit der Warlock-Situation. Deswegen ging man einfach davon aus, dass sie kein Imposter ist, sondern Crewmate. Parzi war da die ganze Runde übel viel Info gegeben und Jiburi am Pranger gestellt. Shorty hat sich dann wirklich rausgestellt als Sheriff und wurde gedeckt von Matteo. Und Demoris und Parzi hatten es ja geschiftet, glaube ich, oder? Genau. Ja, sprich, es war halt nur eine Option über für uns. Und Chris, ich möchte, dass du stolz auf mich bist. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, dass ich nicht lüge als Crewmate.
Oh, nice, danke. Ganz toll. Ich, ich musste lügen, ja, als Flesk Krummel, tut mir leid. Flesk gemeint, ich bin gewendet. Und Matteo, du standst doch locker 10 Sekunden lang auf der Leiche. Ja, aber das habe ich doch auch gesagt. Ich habe mich draufgestellt und habe versucht. Habe ich doch gesagt, ja, um die zu verstecken. Nur, weil er einfach nur ein bisschen getrollt aber, hat, Franz. Er hat sich, er hat einfach nur aber das ist versteckt. Doch Runde 1, Franz. Du kannst doch nicht in Runde 1 schon zwei Leute callen und sagen, die sind auf jeden Fall Imposter. Also ich habe ja überhaupt keinen Grund dazu gegeben. Natürlich, natürlich troll ich dich da ein bisschen so. Ja, du hast sofort am Anfang gesagt, Vlesk ist sus und ich bin einfach nur in Office reingelaufen und habe an Lifeline geguckt. So. Ja, ja, okay. Dann bist du in Richtung Admin-Table, aber du bist nicht runter, sondern du bist rechts rausgelaufen. Ich ja, so, ja, aber ich spiele das Spiel seit 5 Milliarden Stunden. So. Ich laufe dann jedes Mal in Lifeline, dann in Admin, finde die Leiche und baller Leute raus. Mir ist doch egal, wo ich hinlaufe. Was machst du nicht? Das ist schon sus jetzt. Nee. Der Runde aber geil. Warte, ich muss mich kurz umziehen. Warte. Oh, schön gemacht, Matteo. Plus, da in Admin zu laufen, macht halt auch überhaupt keinen Sinn. Ja, eine halbe Sekunde muss ich echt überlegen, Shorty, dass du Sheriff bist, aber dann... Ich hab mir erstmal voll Facepalm gegeben, einmal voll ins Gesicht geschlagen, als du zurückkamst, so einfach Instant Report hast und ich dachte nur so, nein, jetzt kannst du safe, dass ich Sheriff bin und dann so, ja, ich hab gerade geschossen. Hoffentlich gibt das keine Beule, ey. Also krass. Ach, ich hab eh schon welche. Das ist ganz am Ende erst rauskam, dass du auf mich geschossen hast, so. Das hätte ich auch fast verpeilt, weil ich bin Shorty hinterhergelaufen und ich war ja sogar Detective, hab die Fußspuren gesehen und Shorty läuft hinter den Stein. Und ich dachte, sie macht jetzt eine Falle, dass sie dann hinterm Stein den Imposter erschießt. Und auf einmal ist sie tot im Report. Und dann ist sie rausgelaufen. Ich habe es nicht mal gemerkt, weil ich so dumm bin. Jul. Sag das doch nicht. Deine Argumentation war aber auch cool. Ja, wenn jetzt der Warlock richtig ist, dann kann ich ja lüften, dass Shorty Sheriff war. Ja, damit, weil der dann. Ach so, ja, aber dann ist ja der Warlock nicht mehr richtig. Ja, nee. Viel Spaß. Good luck. Viel Spaß. So, okay. Viel Spaß. Spaß. Ich habe erst ganz am Ende gecheckt, wie das angeblich passiert sein soll. Ich habe ja auch erst gedacht, das wäre Warlock, weil die das so überzeugend gesagt haben. Und deswegen habe ich, bei mir hat es erst ganz spät geklickt. Oh nein. Ich weiß nicht, warum ich heute einfach jeden Kill reporte. Ja. Ich stand gerade noch ein bisschen länger im Dropship, weil ich noch kurz geplappert habe. Bin dann runtergelaufen in Electrical rein und Shorty liegt irgendwo vor Electrical. Also im Electrical House irgendwo vor diesem Kasten da so oben. Dann kann ich Patsy rausnehmen für diesen Kill? Ich kann Mente rausnehmen. Der stand da im Admin-Dingster House Office. Ja, stimmt. Keine Cam. Ah ja. Ah, warte mal, aber in der Cam bist du aber nicht ganz raus, ne? Ja, überhaupt nicht. Ich sag's jetzt einfach. Ich in der Cam doch. Ich bin Hacker gewesen und hab den Kill an Lifeline gesehen, bin direkt runtergelaufen zum Admin-Brett. Und Shiburi helle Farbe Cam stimmt. Da waren aber noch zwei andere helle Farben in Electrical und eine dunkle Farbe, das war Shorty. Genau, ich stehe an den Schaltern. Die helle. Du auch, Timurus? Genau, ich stehe an den Schaltern. Ich schalte gerade um. Ich nicht gewesen sein, ich bin gerade. Wer war das, wem ich an Lifeline, wo ich durchgelaufen bin gerade? Das war ich. Deswegen hast du das, Matteo? Ja, du warst. Ja, genau. Sorry, ja, bin dann an Admin, hab auch drei Security ein Security 3. 6 Sekunden maximal, ich bin runtergelaufen, hab direkt alles gesehen. Ja, dann bin ich raus, weil ich war länger in der Cam als 6 Sekunden. Ja gut, das warst aber nur du, ne? Nee, okay. Okay. Alle, die Cam gesehen haben. Cam war an, ja. Ja, Cam. Ich kann mich rausnehmen, ich bin in Lab. Nee, okay. Perfekt, okay. Jeff. Also dann sind's ja eigentlich, dann können ja nur noch Tim Horus und Vles und Bar so in Electric gewesen sein, wenn es um helle Farben geht, oder? Also ich war auch in Electric, ich habe ja den Kill da reported. Also, okay. Basis ist eh darker Color. Also, nee, ja, ich weiß nicht, ob ich heller bin, weil es dunkelrot ist. Also wer glaubt denn gerade, dass Chantau wirklich Hacker ist? Es gab doch keiner, oder nicht? Ich würde mich gar nicht auf die hellen Farben stürzen gerade, sondern der Kill ist ja 6-7 Sekunden her. Das heißt, die Person ist einfach rausgewendet oder rausgelaufen wieder. Also ich glaube, Patsy und Timorus sind nicht die Killer. Ja, aber Patsy ist ja ein Lifeline, so der kennt sich. Ja, ich bin sowieso ein Lifeline-Admin gewesen. Aber hast du nicht gerade gesagt, du warst Electrical, Patsy? Nein, ich habe gesagt, ich war keine der hellen Farben Electrical. Ach so, das okay. Weiß ich Electrical, Shanti. Ja, das weiß genau, ich. Genau, an den Schaltern. Also das Rauswenden ist aber risky, wenn Jiburi in Camps steht, ne? Na, nicht wenn wir den Camp also, verlassen müssen. Du kannst ja nach unten wenden zu dem Zaun. Weißt du was? Weißt du, was ich meine, Mendel? Weißt du ja, was? Aber glauben wir Chantau eigentlich? Nee, der ist kein Hacker, aber... Also an den Infos, die du gegeben hast, kann ich sie kurz danach an Admin auch bestätigen, ja. Oh, wir haben Mayer drin. Ich bin gestoßen, aua! Na, zu Recht, wenn du Imposter bist. Ansonsten hast du mein Mitleid. Oh, danke, Franz. Okay, Franz. So. Eieiei.
Also rausnehmen für den Kill kann ich eigentlich nur Parzi. Und wenn Jiburi das mit der Cam richtig gesagt hat, dann sie auch. Chantau weiß es noch nicht mal. Also dass er Hacker ist, ist doch gelogen. Warum sollte man in der ersten Runde revealen, dass man Hacker ist, auch wenn man die Info hat? Dann ist ja die Gefahr, dass man rausgevotet wird vom Evil Guesser mega hoch. So, Parzi ist hier, Cam ist an. So, dann gehen wir mal hier hin. Cam ist wieder aus. Ich muss in Specimen meine Task machen. So, nur zwei Stück. Ich glaube Simon Says und die Förmchen. Nochmal Lights Out. Ich hoffe, ich überlebe das hier drin. Rot. Ne, was ist denn das bei mir hier? Warte mal. Das ist Baso, ne? Und das ist Chantau. Okay. Baso, Chantau drin. So, Baso und Chantau. Die werden ja jetzt unten rauslaufen. Ich glaube, ich sollte auch unten rauslaufen. Schon wieder Lights Out. Jiburi? Hä? Ja. What? Du bist gerade von oben nach unten ans Essenbrett gekommen. Ja. Während Lights Out. Und links in Office am Eingang liegt der Kill. Ich bin von. Welcher Kill? Franz? Wen hab ich reported? Franz, oder? Baso. So. Ich war in Lifeline, da war Franz tot und dann bin ich zum was? Nee, also, Jeff, ganz kurz, das kannst du nicht machen. Doch. Was ist los? Was war die Info? Die Info war, dass du halt dich komplett rausgenommen hast, dass du nicht die helle Farbe bist in der ersten Runde und dann bist du auf einmal, weil ich gesehen habe, dass Franz tot ist, wollte ich nach links laufen, auf einmal rennst du straight hinter mir her, dreh mich um, erschießen einfach. So, okay. Warum kommst du von links, rennst nach rechts und dann wieder nach links? Ich kam aus dem Office, war da mit irgendwem im Admin Lifeline, bin nach links gelaufen, weil ich einen Punkt in O2 sehe. What? Du bist von erste Runde habe ich mich rausgenommen, weil Matteo mich rausgenommen hat. What? Ja, ich hatte Parzi in Office gesehen. Sorry, aber das war. Hä, das war für mich nur richtig. Okay. Für mich war das nur random. Ich habe draufgeschossen, weil du für mich sehr sass warst und dass du mich auf dem Weg zur Leiche killen wolltest, dass ich Franz nicht reporte. Wen hast du falsch vergessen, Tim? Weil ich dann gesehen habe, bei das drei war jetzt kein random oder spicy Schuss, Franz, weil für mich war es so, als ob du mich killen willst auf dem Weg zu Franz. Okay. Da habe ich dann einfach auf Chantau Hacker gemacht, weil ich dachte, entweder ist jetzt richtig oder nicht. Nee, oh, also das Chantau Hacker ist, das war ja. Du wärst ja eh auch geflogen. Du hast ja Linda einfach neben mir weggemacht. So. Ja, genau. Aber. Was warst du, Chantau? Ich war Sia, ich habe den Kill trotzdem gesehen. Okay. Chantau war Lügner. Ich war Sia. Aber ja. Guter Lügner. Warte, was war denn das für eine strange Runde? Ey? Ja, das hat irgendwie wenig Sinn ergibt. Komplett weird, ey. Krass. Sonst schießt man ja nie als Sheriff oder so, sonst stirbt man, sonst wäre ich da tot gewesen, Jeff, bevor ich. Du hattest, also sonst wirklich, ich weiß nicht, ich hatte weiß nicht, was Informationen. Für Infos du da gesagt. Nein, das waren keine Infos. Doch, für mich war es Hass. Okay, sorry. Dann schieß ich drauf. Tut mir leid, dass ich ein Alibi, was ich mir nicht mal selbst hole, sondern mir ein anderer gibt, Sass macht. Naja, aber gut, du hast es dir schon selbst geholt, ne? Von wegen, wer ist nochmal da? Nee, ich hab das gesagt. Ich hab das gesagt. Weil ich hatte Parzi gesehen in Office. Oder nicht? Aber der Schuss war auf jeden Fall witzig für mich. Viel Spaß. Sehr froh. Oh, Time Master! Das schreit ja nach Steinfalle. Und wir faken erstmal hier. Ja, viel Spaß, Timoros. Warum läuft denn niemand mit zu mir? Das raff ich nicht. Okay, das war weird. Warte mal, versucht mich. Will mich gerade Dings töten? Shit. Wann aktivieren wir das Schild? Ich kotze! Das ist meine Steinfalle! Jiburi, das ist nicht erlaubt! Upp. Schau, du bist gemutet, wenn du was sagst. Ich überlege gerade, was ich sage.
Die Leiche liegt unterm Stein. Es ist auf jeden Fall entweder orange oder gelb. Leiter-Color. Und ich call das jetzt einfach. Ich habe gesehen, dass irgendwas Orangenes, irgendwelche Footsteps quasi davon richten. Timurus ist links. Es war kein Gelb. 100% nicht ja. Timurus. Entweder Franz, Chantau, Jaburu oder Franz. Achso, nee, ich bin und Party sind beide clear. Ich bin immer noch. Warte, Party, ist Chantau bei uns? Ich habe Chantau nicht gesehen. Chantau ist nicht in O2. Chantau lügt, ich glaube, Chantau ist es dann eher. Nein, warte doch mal kurz. Weil ich war gerade Cam, Shorty hat das Light gefixt. Ich bin dann Tim, runtergelaufen. Nee, Shorty und du sind aus dem Electric rausgekommen. Ich habe das Licht angemacht und ich bin da gerade rübergelaufen. Aber es war nicht gelb. Es war auf gar keinen Fall gelb. 100%. Darf ich? Danke. Also, okay, egal. Ich stand hinterm Stein und Mensch ist da hingekommen und ist umgekippt. Und das war eine Sekunde. Du hast halt instant reported, also wirklich instant reported. Deswegen kann ich nicht sagen, ob jetzt irgendwie das mit Warlock irgendwas war. Und ich habe halt gewartet, dass du redest, weil du als erster sprechen darfst. Okay. Ja, ich stand hinterm Stein. Und ich glaube, Mente wollte gerade sich auch zu mir gesellen und ist halt vorm Stein noch umgefallen. Also warte mal. Aber er liegt ja unterm Stein. Shorty auch nicht. Nein, er liegt überm Stein. Aber du bist doch, also du, also da, wo man sich versteckt, liegen. Der linke Huckel. Genau, aber okay. da liegt er unter. Und deine, naja, also hinter. Du bist mit ihm über. Zusammen hingelaufen. Weil deine Footsteps waren ja genau über seinen. Also wann mal ist Jiburi? Ja, ich bin hinter den Stein gelaufen und Matteo ist 2 Sekunden später auch zum Stein und umgefallen. Nee, oder? War aber das vielleicht? Überm Stein, nicht unterm Stein. Also hinterm Stein. Nein, hinterm Stein, genau. Matteo wollte die Falle machen, glaube ich. Ja, ich wollte die Falle machen und Matteo kam zu mir und ist umgefallen. Mehr war das nicht. Also entweder hat er geschossen, egal die Statistik ist von Wacker Beats. Ich glaube eher wegen Warlock. Aber wir können halt nicht wissen, wer es ist, weil sie halt instant reported hat. Also nur Sekunden. Aber ich wusste ja nicht, dass für mich das nicht weggelaufen ist. Ja, ich kann trotzdem aber wir standen beide. Aber beim Warlock, du meinst ja Leiter Color, dann können wir trotzdem eine ganze Menge rausnehmen. Und nee, Leiter Color nur wegen der Fußstapfen. Nein, Leiter Color. Nein, sie hat reportet. Deckel war nicht Also das war ja... Scheiße, war das jetzt wirklich... Aber warum sagt sie das nicht direkt? Warum wartet sie damit, bis die Farbe gecallt ist? Shit. So, dann machen wir mal hier. Also wenn Jiburi das als Imposter gemacht hat, dann Hut ab, dann hat sie die Steinfalle besiegt. Eigentlich hat sie mir die Steinfalle gestellt, ne? Sie hat mir die Steinfalle gestellt und hat mich damit gekillt. Das ist aber mein Fehler, weil ich hab den Stein verlassen. Ich hätte den Stein niemals verlassen dürfen. Weil die Person, die ja da als erstes drin ist... Lol, Jeff. Die können doch nicht alle die Steinfalle machen! Habt ihr gerade gesehen? Jeff hat auch versucht, die Steinfalle zu machen. Also, ich hab da ein Patent drauf. Asa hatte schon die Steinfalle besiegt. Ja, aber nur aus Versehen. Hat ja danach rausgestellt, dass es nur ein Versehen war. Boah. Adam. Okay. Chantau liegt im Lab, im Eingang, Gang. Gang, Eingang. Gang. Ich war am Admin-Table. Wahrscheinlich, als er gestorben ist. Bin danach in die Lifeline gelaufen. Ich bin danach in die Lifeline gelaufen und der war. Keine Ahnung, der ist jetzt ungefähr 15 Sekunden alt. Franz kann den Kill nicht gemacht haben. Jiburi kann den Kill nicht gemacht haben. Was passiert denn hier? Es waren zwei Leute in Lab. Es waren zwei Leute in Lab. Jiburi hat den Kill nicht gemacht, tatsächlich. Jiburi hat den Kill nicht gemacht. Das ist ja egal, aber ich glaube, dass Shorty einfach letzte Runde nicht gegessen wurde, weil man die Story da nicht instant bestätigen wollte. Weil das bestätigt doch jetzt alles, was Shorty sagt. Also, Shorty hat sich als Detektiv gehauen wegen dem Fußspuren. Ich habe auch alles bestätigt, was Shorty sagt. Ganz genau. Also, das bestätigt im Endeffekt nur, dass es ein Leiter Color war. Und davon haben wir jetzt noch 4 drin, wenn ich mich nicht irre. Jeff, Timoros, Parzi, Base, wo wart ihr die Runde? Richtig, als. Ne, die Runde. Vor 10 Sekunden.
Ich habe gerade nicht dran gemacht. Sekunden, ich stand sogar an Ellbogen aneinander also, drücken. Wenn die Cam war sogar an, die hätte ich nicht sehen müssen. Also ich hab, kann ich. Also ich war gerade in Cam. Franz, das. Ja, das einzige. 10 Sekunden war die Cam an und da stand ich halt in Admin. Also nicht Admin, sondern da Lifeline. Ich habe den Specimen gerade gesehen. Oh, ja, ich habe dich gesehen, Jeff. Ich war in der Cam. Ich habe gedacht, du hast gesagt, du warst in der Cam. Ich war in der Cam, ich habe dich an der Lifeline gesehen, ja. Können wir darüber reden, dass für den letzten Kill nur noch Vlesk und Jibu bleiben? Tim Parzi. Weil Tim Parzi muss er sein, als Warlock. Aber ist wahrscheinlich eher ein Einhorn. Wo wart ihr beide denn vor 10? Ich sag doch, hallo. Maschine, Matteo, 10% der Menschen können das. Quatsch. Dass ich in Specimen war und gezielt habe. Chat, wer von euch kann das? Davor habe ich die Kabel gemacht. An Ellbogen zusammen. Aha. Ich habe mich mit Chantau in Upper Deacon getrennt. Das kann safe jeder Mensch, ne? 1 bis 10 gemacht, hab gerade Lower Deacon benutzt. Ja, Jibuli und Timoris wahrscheinlich. Ich weiß das nicht, muss krasses Timing gewesen sagen, sein für Parzi. Wenn man zwei Ellbogen hat, dann kann man das. Ich hab doch die Wahrheit gesagt. Warum werde ich denn so hart gewotet? Wahrscheinlich ist es nicht Jibuli. Ich hab geskippt. Du weißt, es war eine krasse Lüge von dir, Jibuli. Ich glaube, du hast gelogen, weil ich die einzige Alternative dafür bin. Hä? Timoris ist eine Alternative dazu? Parzi ist eine Alternative? Nein! Ellbogen mit der Nase berühren kann jeder. Upp. Nee, das kann ich nicht. So. Dein Fall hat aber geklappt. Hat sie? Ja, für Jibuli hat sie geklappt. Ellbogen lecken auch mega easy. Ey, könnt ihr aufhören, jetzt eure Fetische hier im Chat zu verbreiten? Ach, du hast privat. F für Jibu. Ja, ich habe Jibu in Cam nicht nur gefunden, sondern da auch getötet. Ich wollte das in der ersten Runde nicht machen. Also, Franz, ich kann dir sagen, dass in der ersten Runde du und Tim sich bewegt haben. Ich bin gerade Richtung Gasflasche gelaufen. Ihr beide habt deswegen noch bin bewegt. Ich keine Alternative. Deswegen, ich kann sagen, dass ihr beide, ich könnte jetzt der Warlock noch sein, mit einer Sekunde, der mitten in O2 sich vor zwei Leuten hinstellt, ohne an der Task zu sein und Warlockt. Ansonsten ist die Leiter-Color-Info von Shorty nur noch auf Lesk und Jibu zu beziehen und Lesk hat viel zu viele Infos gegeben, beziehungsweise da viel zu sehr gegen andiskutiert, als dass ich glaube, dass er der Imposter-Kollege von Jibu gewesen wäre. Richtig. 7 Days geht wahrscheinlich nächste Woche weiter, wenn alle wieder kommen. Es kann sein, dass du mit Tim Horus Lover bist und dass ihr euch an die Gasflaschen gestellt habt, weil ich war gerade, als reportet wurde, schon an der Tür rechts raus aus O2. Ich wäre niemals Melli, mit Parzi. Ich habe genug nicht gefragt, weil die Gruppe ist ja schon so advanced recht, und tryhard. Wie kommt er denn auch in O2 rein? Ich fürchte, das würde genug keinen Spaß machen. Anfang. So, das ist ja ich weiß nicht, wo Jibuli am Anfang war. Es war ja nicht in den ersten 15 Sekunden. Also Jibuli hat eine gute Lüge rausgekommen mit dem Sheriff noch und ich habe ihr so ein bisschen geglaubt, aber... Ja, das mit dem Sheriff halt einfach, kann ich ja es gibt halt einfach keine Alternativen so. Es gibt einfach keine Alternativen. Das hat mich Matteo direkt. Was hast du gesagt? Durch mich Goethe-mäßig. Ja, dass Matteo auf sie geschossen hat. Nee. Sie hat gesagt, es könnte auch ein Sheriff sein, aber vermutlich Warlock, hat sie gesagt. Ja, okay. Ja. Man, warum sollte Matteo auch auf sie schießen? Weil sie hinter dem Stein stand. Das hat sie auch so begründet gehabt. Ich bin ja der Sheriff. Ich glaube dir nicht, Parzival, ne? Ich ja auch nicht gar nicht. Oh, Franz, bitte, Hilfe. Oh, Mann, ich schon wieder. Wenn du Sheriff bist, warum schießt du nicht auf Jeff? Hä? Weil ich derjenige bin, der mit meinen Infos als einziger hundertprozentig bestätigen kann, dass Jibu der Imposter ist. Ich war der Einzige, Imposter der es geworden. Jeff war auch noch gar nichts, was, Franz? Chris, was machst du? Das war nur eine Verbindung zur Runde vor. Was ich mache? Nicht Baso und Jeff. World of Group, das kann ich schon mal sagen. Die beiden sind für mich 100% raus. Oh, Hans war falsch, Timoris ist der Imposter. Ja. Nee, ich bin kein Imposter. Ich bin Security Guard, natürlich ich hab Timoris gewonnen. Ich bin kein Imposter. Ey, du wirst das größte Awakening haben. Also Jeff ist ja einer. Und Parzi hat dann wahrscheinlich schon auf den richtigen geballert, ne? Parzi meinte, er hat geschossen auf Jibuli, das war dann wahrscheinlich richtig. Shit. Fuck, mein Gehirn.
Okay, funktioniert noch. Wundert dich auch manchmal, wie krass das Gehirn funktioniert, wenn ich so ganz lange Sachen merken könnte oder so. Ich mich im Prinzip täglich. Nein. Okay. ICQ-Nummern. Nee, vergesse alles wieder. Okay, gut. Dann nicht. Durch die Sporen, stimmt. Biologische Festplatte eben, ja. So. Matthias, machst du heute Late Night Corner? Nee. Nee. Mach ganz entspannt normalen Stream und dann um 0 Uhr raiden wir jemanden. Also schmeichelt sich dein Gehirn täglich selbst, stimmt. Essen ist besser mit gerade. Im Horus. Oh, krass. Ich habe Parzival einfach liegen gelassen, weil er auf mich geschossen hat. War um solchen Reporten. Oh, okay. Ja, das macht es also, halt natürlich nochmal schwieriger jetzt. Also, wenn er auf mich schießt, so lasse ich ihn dann liegen halt, ne? Also, bin ich einfach weitergelaufen. Okay, das klingt viel zu ehrlich, als ob ich das jemals anzweifeln würde. What the fuck? Jeff hat Parzi getötet und ja, spielt es jetzt so. Oh, das ist geil. War Lifeline, also Linda an mir vorbeigelaufen, ist Kill gefallen. Aber wenn Parzi geschossen hat gerade, dann. Aber dann wissen wir, was Chiburi richtig war. Wo hast du Parzi reported? I guess. Links neben Office. Das ist ein geiles Play von Jeff. Jeff meint ja, dass Parzi geschossen hat. Sehr gutes Play von Jeff. Ja, wir müssten halt auch allgemein das schon einen raus haben halt. Ne, bei Hä, aber dann muss doch. Achso, ja, einer ist noch drin, I guess. Ja, einer muss noch drin sein. Sehr starkes Play von Jeff. Es gibt für mich zwei Optionen gerade. Es gibt die Option Barso, Jeff, Lover. Und das jetzt eh over. Also ich wäre nicht fährt. Mit Jeff Lover. nee, aber das Ding ist ja dann, Christian, dann ja. Kann es ja Jeff hier schon nicht sein, wenn Parzi wirklich auf ihn geschossen hat und Parzi dann gestorben ist. Ich bin an jetzt dir vorbeigegangen. Jetzt wollten sie dem Horus raus. Ist ja relevant mit dem Kill. Ja, der Kill. Wir haben keine neue Info. Ich glaube auch nicht, dass es Jeff ist, einfach nur, weil es so eiskalt gesagt hat. Wenn Parzi sich wirklich erschossen hat an Jeff, dann ist Jeff ja jetzt safe. Yes. Naja, wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt. Genau, ja, aber dann muss man halt davon ausgehen, dass er nicht lügt. Aber ich denke auch, dass es nicht gelogen ist. Er klingt ja auch fucking ehrlich. Also ich wäre impressed, wenn das jetzt eine Lüge ist. Ja, deswegen würde ich automatisch dich mit rausnehmen, weil ich weiß, dass Chiburi den Kill an Chantau nicht gemacht hat. Und ich weiß, dass Tim Horus mit Chantau im Lab war, bevor er ins Specimen reingelaufen ist. Oh, Tim Horus fliegt. Schon gehabt. Jeff aber killt einen von beiden ich und gewinnt. Ich war in dem ersten, vor dem ersten Kill mit diesem Jiburi-Ding stark. Da. Stark. Erster Kill, schmerzter Kill. So, du hast Chantau in Lab umgebracht, Tim Horus. Stark. Nein, das ist das nicht. Wichtige. Du bist Evil Guesser gerade. Was? Du bist es. Es ist Flask, Leute. Wir müssen nicht. Ja, ich vote ihn jetzt raus. Nein. Oh Gott, bitte. Oh Gott, Alter. Oder? Ja, doch. Ich hab gerade überlegt, ob ich nicht sehen kann. Oh. Bitte, wir haben wirklich einen Mayor drin, ne? Und der Mayor hat auf mich gewotet. Ja, Tim Horus ist der Mayor wahrscheinlich, oder? Tim Horus ist der Mayor wahrscheinlich. Jetzt wird's schwer für Jeff. Wie macht Jeff das jetzt? Oh mein Gott, ich habe keine Task mehr, ich kann zusehen. Aber eine geile Runde von Jeff, muss ich schon sagen. Jeff müsste jetzt eigentlich Barso töten, damit Tim Horus nochmal auf Vless geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, hä, wo ist er hin? Bin ich blöd? Ist er weggeleckt? Ich bin blind. Mein Gehirn funktioniert nicht. Ich bin von so einer Spore. Wo ist er denn? Guardet er die Leiche? GG. Oh. Jeff, heftige Runde. Ich wollte den Button drücken, genau in dem Moment ist der Reaktor gegangen. Tim Horus, wenn du callst, dass du Mayor bist, dann ist doch absolut klar, dass Jeff Imposter ist. Ich hab ganz gehofft, dass der Mayor nichts callt, weil ich wusste, dass noch Mayor hat. Richtig starke Runde, Jeff. Die Lüge mit Parzi. Aber,
Linda, Chantau ist gestorben im Lab. Und du bist, ja, und du, ich habe 20 Sekunden lang drauf gedrückt, dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss die Leiche suchen. Nein. Und dann hat irgendjemand anderes drauf gedrückt, dann habe ich wieder drauf gedrückt, dann hat der andere nicht mehr drauf gedrückt, keine Ahnung. Selbst wenn du an der Stelle bist. Da kann jemand hinlaufen. So. Ja, Linda, ich war dran gerade. Auf einmal passiert nichts, dann renne ich weg, merke so, Jeff rennt mir hinterher. Okay, und dann wusste ich, ich bin tot. Oh, du warst sogar so knapp vor der Leiche, Timorus, weil die lag einfach am Tisch halt. Was? Oh, ich dachte mir so, selbst wenn du gegessen worden wärst, es war ja kein Gäste mehr drin, aber selbst wenn du gegessen wirst, dann ist es ja nicht schlecht für uns, weil der Hauptsuspekt weg ist. So, und dann wissen wir, okay, es ist Jeff. Sie hat nicht auf Jeff geschossen, sondern Jeff hat einfach Party gekillt, ne? Ja, deswegen. Ja, okay. Ja, also die Logik aber das hat auch, da muss man nur Vater Maub, vielen Dank für verschenkte Subs, danke dir. Ich auch, 100%. Das Sinnvollste wäre es doch, wenn Jeff wirklich Crewman wäre, dann müsste er reporten, weil sonst der Imposter, einfach, oder? Nicht er ist, auf der anderen Seite der Map irgendwo Kills macht. Genau, also er muss ja an der Stelle als Crewman trotzdem reporten. Ja, aber so wie er es gesagt hat, also wenn du in der Runde bist, du hättest ihm auch aus der Hand gefressen, ey. Das ist halt so ein, ich bin, ach klar. Ist doch egal, also, ganz kurz dazu, ich hätte das Jeff an der Stelle auch geglaubt, aber nichtsdestotrotz halte ich, wie Chantau schon es schon sagt, fürs falsche Play an sich. Ist doch egal, ist doch egal. Ja, aber die haben ihn ja trotzdem gefasst. Er hat doch trotzdem die Wunde. Nein, Spaß. Das ist halt dieses. Naja, es war ja offensichtlich. So, win is win. Nicht offensichtlich, aber. Ich meinte aus Crewmate. Viel Spaß. Aber Jeff war ja Imposter. Ey, die auch, Tim Horus. So. GG. Chiburi. Mental nicht töten als erstes. Aber ich. Stimmt. Ich bin untötbar. Ich kann mit allen rumlaufen einfach. Guck mal. Kann machen, was ich will. Oder er bezahlt, oder wir kriegen gleich 5 Subs. Ich glaube, wir werden getötet und kriegen 5 Subs. Das ist wahrscheinlich, oder? Also, 2 Leute atmen. Wer ist denn bei mir atmen? Bup. Shit. Mann. Also, ich habe Franz an Lifeline gefunden. Ach so, schade. An Lifeline? Ich habe zuerst die Pylone gemacht und vor Storage und habe dann die erste Hälfte von Storage Task gemacht, bin kurz ins Lab und wollte jetzt halt an Lifeline gehen und da liegt er. Bist du runter in Admin gelaufen kurz davor? Nö. Ich bin direkt von Lab rechts rein, er liegt auf der rechten Seite. Also er liegt nicht direkt an der Lifeline-Task, sondern rechts am Download. Ich stehe nämlich an Admin die ganze Zeit. Ja. Aber dann müsst ihr gesehen haben, dass ich gerade, also ich glaube, ich bin nicht mal in Lifeline drin und habe schon von draußen reportet. Okay. Ja, ich habe leider keine Info. Ich weiß nur, dass 3 Leute im Labor waren und dann rausgegangen sind aus Labor. Da war dann niemand mehr drin. 1 oder 2 Leute waren O2. Und halt die Leute in Office habe ich halt gesehen, also mich selbst. Jordi, warst du gerade bei mir unten in Ufu? Das waren Les, Tim und ich. Okay. Baso, du bist ich bin, ich bin nicht reingelaufen, Shanti, weil dann Licht schon wieder anging. Ich wollte nur reinlaufen, weil Licht aus war, aber dann hat es schon jemand wieder angemacht und dann wollte ich unten in Weapons reinlaufen. Ja, ich würde Baso auch nehmen. Baso kam von links, die würde ich rausnehmen tatsächlich. Die war auf der linken Seite am Anfang. Ja. Puh, du sagst was. Wir haben halt auch dadurch, dass er in Lifeline liegt, vermutlich auch gar keine Info, wie alt er irgendwann ist. Oder war irgendwer in Lifeline zwischendurch und hat da... Ich glaube, wir sind am Arsch, wir sollten aufgeben. Ja, ich Matteo, bin auch Matteo, warst du, bist du linksrum direkt in Admin gelaufen? Ich bin sofort in Lifeline, oder wie? Ich bin direkt Lifeline, direkt Admin gelaufen, ich war nicht Lifeline. Ja, bist du... Aber dann bist du von links reingelaufen, ne? Ich bin von links reingelaufen, ja. Ja, ja. Okay. Matteo ist mit Vlesk runtergelaufen, also macht schon Sinn. Ich dachte, der Flask wäre O2. Der ist dann wahrscheinlich links abgebogen, oder? Ja, haben sich einfach getrennt. Einer nach rechts, einer nach links. Macht schon Sinn. Boah, shit. Und ja, ich war im Lab, wollte gerade in obere Dekon reingehen. Also keiner von euch war mit mir in Admin. Oh, ich hab gar nicht. Nobody. Weil ich hatte 2 Punkte bei mir in Admin. Ich war Lab am Anfang. Aber das Licht war aus. Okay, wir wissen jetzt schon mal, dass der Killer eine hellere Farbe ist. Weil ich war ja ein Admin, da war eine 2. Person. Und ich habe mich gewundert, wer ist denn die 2. Person? Und das war eine hellere Farbe, weil ich hatte meine Fähigkeit aktiviert. Das heißt, von den ganzen Personen, die... Nee, ich habe keinen Bock mehr auf Stein. Stein ist tot.
Das kann also nur jemand Helleres sein. So, wenn die jetzt sich gegenseitig rausnehmen, dass sie in O2 waren, also Tim Horus fällt da raus. Es könnte Vless gewesen sein. Das sind die beiden die Killer, oder? Es könnte natürlich auch sein, dass Parzi das selber gemacht hat. Weil, ich stelle mir das gerade so vor, der Killer ist runtergekommen und hat den Admin mich da stehen sehen. Hätte mich eigentlich... Okay, never mind. Alter, nein, what the fuck. Ich hätte warten sollen mit dem Report, gucken, wo die Leiche genau liegt, weil hinter Tim Horus liegt Flesk. Und ich bin durch Flesk durchgelaufen. Flesk ist an dem Teleskop gewesen, hat da nach den Dingern gesucht. Dann bin ich nach rechts gelaufen. Ich glaube, Basus, Upper Decon rein. Ja. Und du hast wahrscheinlich dann Flesk gekillt und self-reported, damit du es auf mich schieben kannst. Nee, Jeff ist gerade von unten Specimen hochgelaufen. Wir haben uns beide gesehen. Ich glaube nicht, dass Jeff da einfach oben reinsteht. Er ist von oben nach unten gelaufen. Ich bin durchs die Decon gegangen, ich habe aber diesen Zyklus übersprungen, weil seine Tür noch offen war, musste ich da nicht drinne warten, bin direkt durch, habe meine Flasche abgegeben, habe dann Tim Horus gesehen und hinter ihm liegt dann auf einmal Fless tot. Pass auf, also, es gibt eine Möglichkeit, die aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil ich sowas nie übersehe, es könnte ein Warlock-Kill sein, dass ich ihn gekillt habe. Du hast vergessen, Lava gecheckt habe. Aber ist auch tot. Achso, aber das könnte wirklich sein, weil Licht aus war, Tim Horus, oder? Ja. Aber Sekunde mal, Tim Horus, du hast doch gerade gesagt, dass Base runtergegangen ist. Oder nicht? Du bist doch Upper Decon, ne? Ja, ich bin reingelaufen, aber ich habe auch, muss ich sagen, Jeff nicht gesehen, was aber auch daran liegen kann, vielleicht das Licht aus war. Aber Baso kann es zu 100% nicht sein, weil sie vor mir gelaufen ist, ich durch Vlesk durchgelaufen bin, dann ich weiter, dann gesehen. Jeff nach links gelaufen ist. Also der muss nach dem... Das kann alles sein. Wo waren denn Jiburi und Shorty? Wo waren denn Jiburi und Shorty? Ja, wenn die Leute durch mich durchrennen, dann sieht man sowas. Ja, okay. Jiburi und Shorty, wo wart ihr denn? Baso, ich hatte auch keinen Zyklus. Ich bin direkt, wo Chantau die Tür aufgemacht hat, bin ich noch durchgegangen und hatte direkt... Ganz kurz, Jiburi und... Ich bin auch direkt reingelaufen. Sorry, ganz kurz. Wo waren denn Jiburi und Shorty in der Zeit? Ich war O2. Otto und Shorty, du? Gerade beim Licht. Ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt aus der Diskussionsrunde rausgehen, müsste eigentlich das Licht an sein. Also ich habe es genau in dem Moment, habe ich den Button gedrückt, als der Button kam. Weil ich glaube eher, dass die Lover waren und Franz getötet wurde und die ganzen, die im Labor sind, fallen eigentlich raus. Oh. Weil, also wie wild wäre denn der Kill, dazwischen vier Leuten zu killen? Mm. Ich habe Chantau und Bless gemeinsam ins Labor reinlaufen sehen. Und wenn da noch zwei Leute drin sind, dann würde doch keiner töten. Oder also, ich habe Chantau und Jeff nicht gesehen, aber es macht actually Sinn. Ja, Chantau war ja vor dir, Licht der auch. Ist ja relativ vor dir. Ich bin vorher schon Decon runter ins Specimen. Ich meine. Also eventuell Jiburi und Shorty auf der linken Seite haben den Kill gemacht, oder was? Genau, einer ich von glaube, beiden. Das Licht müsste jetzt angehen. Ja, also ich denke, einer von beiden war das dann. Ist jetzt meine Theorie, kann natürlich auch kompletter Bullshit sein, aber ist halt ein komischer Kill, wenn da vier Leute im Labor sind und dann da einer reinsticht. Und wenn die sich auch so gefragt haben, so, oh, war das vielleicht Warlock oder so, dann ist wahrscheinlich Lover wahrscheinlich, ja. Und dann, wenn Shorty sich so ein Alibi holt, dass sie beim Licht war und das gefixt hat. Ja, Shorty oder Jiburi, ich weiß nicht. So, okay. Warte, wer von beiden ist hell? Aber es ist mit der hellen Farbe von Runde 1 trifft nur auf eine Person zu. Oh, ich verpiss mich. Oh ne, Licht geht aus. Zwei dunkle Leute Admin, das ist Shorty, die tötet mich jetzt vielleicht. Das ist... Okay. Chantau, wo kamst du her? Ich habe gerade das Licht angemacht. Ja. Ich weiß, ich bin an der Tür an dir vorbeigelaufen, als du die Tür geöffnet hast. Habe ich nicht gesehen? Ja, weil du wahrscheinlich die Tür geöffnet hast. Ja, der Kill liegt vor Electric und ich bin halt zu Electric hingelaufen. Also weiter trotzdem über die Leiche. Also ich bin einmal drüber gelaufen nach links. Hab gesehen, dass Chantau an der Electric-Tür steht, um die zu öffnen. Bin dann wieder rausgelaufen und hab reported.
Deswegen hatte ich nur gefragt, wo du herkamst, weil ob du den Kill gesehen hast oder nicht. Ich denke nicht, dass du Imposter bist. Ich bin von rechts reingelaufen, habe die Tür aufgemacht und habe Licht gefixt. Und jetzt stehe ich vor der linken Tür. Und da war noch kein Report-Button, oder? Nö, da hatte ich einen Report. Dann ist der Kill sehr frisch. Aber Jiburi, der ist nicht so frisch, okay. Weil als du an Lifeline weggelaufen bist, als ich rangegangen bin, da war stimmt, ich habe ihn an Lifeline live gesehen. Oh mein Gott, ich bin noch so hohl. Ich habe mich so erschrocken, dass ich... Ja, oh mein... Also ich wollte auch sagen, ich war so vor, keine Ahnung, so 5 bis 10 Sekunden an der Lifeline, da war der auch schon tot. Und Matteo und... Ich glaube, Shorty standen unten am Admin-Panel. Du hast den an Lifeline live umfallen sehen. Ja, ich habe den umfallen sehen und habe den dann gesucht. Actually, aber dann hast du doch ein Timing, Shorty Tibu. Kam mir auch entgegen, was? Also dann hast du noch ein Kill-Timing. Aber dann hat der... Wie lange was? Er... Dann hast du noch ein Timing, wie lange er tot ist, wenn du es gesehen hast, oder naja, nicht? Ich bin losgelaufen, ich habe nicht gezählt, welchen gesucht habe. Ich bin losgelaufen von Lifeline sofort Richtung Electric. Unter Storage-Lang, dann halt an die Tür und wieder raus und reportet. Keine Ahnung, wie lang das ist. Aber da muss es Chantau sein, wenn er von rechts kam. Ich bin Meier, ich wurde also jetzt auch Jiburi oder Shorty, einen von beiden, weil die aus der letzten Runde noch... Aber warte mal. Shorty aber das macht auch gar keinen Sinn. Ich kann doch den Kill gerade überhaupt nicht gemacht haben, Chantau. Also jetzt zu sagen, dass du mich dafür votest, nur weil ich die letzte Runde Sass war, ist ja komplett aber random. Kann auch lügen, dass ich das würde Shorty eigentlich auch rausnehmen. Matteo und so habe ich doch auch da unten gesehen. Ja. Ich war bei dem Kill an Lifeline dran. Ich habe auf meinem Screen gerade nicht Jiburi gesehen. Du hast ihn live gesehen, also Jiburi? Gefragt, wo ich herkam, ja, du warst auch an der Tür. Du hast ihn live gesehen. Wie sollst du mich denn da so sehen? Also mich bleibt schon. Warum sollte denn Jiburi reporten? Wenn du in der Tür warst, dann hätte ich den Kill auch schon vorher sehen sollen, oder nicht, Jiburi? Ja, also Tim kann den Kill eh nicht gemacht haben, weil der war in Specimen. Du, weil ich war an Lifeline. Nein, du meine ich. Wo war Tim Horus? Ja, ich bin Meier, Leute. In Specimen. Ich bin Meier und hab gewotet. Ich will dafür nicht. Also, nee. Ich war los, aber in der Runde so gar nicht gesehen. Aber ja, ich war mehr. Nicht mehr genug Zeit. Wir hatten Tim Horus gebotet. Ich bin die ganze Zeit gemutet, ich Trottel. Hätte keinen Unterschied gemacht. Hat jemand von euch schon mal 2 Stunden in die falsche Seite des Mikrofons geredet? Oh, lost. Mein Beileid. Und auf einmal sau laut, Tim. Du hörst dich so viel besser an auch. Ja. Ja, same. I wanna kill myself. So, warte mal, jetzt mal ganz kurz. Ist jetzt gerade Chantau geflogen oder nicht? Ich hab nicht aufgepasst, ich war verwirrt, weil ich die ganze Zeit gemutet war. GG Jiburi! Wow. So, habt ihr Jiburi geglaubt? Ich habe alles gegeben, weil sie an Lifeline gesagt hat, dass sie den Kill live gesehen hat und Basis bestätigt hat. Habe ich auch wirklich, ich hab's wirklich vergessen. Ja. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe Basu geschildert, damit sie nicht gesheriffed werden kann als Imposter. Danke, Tim Horus, das ist nett von dir. Nehme ich. Ah, ich dachte, ihr seid Lover und ich habe mir ausgerechnet, wie ich das noch gewinnen kann, ohne dass Basu mich irgendwie verkauft. Nein. Hä, aber wie kann denn Tim Horus Basu bei 2 Kills, die sie gemacht hat, so hart rausnehmen? Ich weiß nicht, aber das war auch super. Das fand ich auch gar nicht. Ich war so sicher, dass ihr Lover seid. Ey, die Laborsache Tim Horus. Ey, ich habe gezittert, weil ich habe Jeff da nicht gesehen und Chantau nicht. Ich habe einfach Lester gekillt. Was? Ich hätte bin ich so ein bisschen ausdrippelt und dann sagst du so, Basu kann das nicht gewesen sein. Ich dachte mir so, let's go. Pass auf, selbst wenn ich das gesehen hätte, hätte ich dich nicht verraten, weil ich dich geschildert habe. Dankeschön. Aber was war das denn dann für ein krasser Kill? Tim Horus. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was, Franz? Tim Horus fliegt nach Monaco, deswegen los. Übrigens, Glückwunsch, dass du dein Mikrofon jetzt richtig rum hast. Tim, du hörst dich sehr viel besser an jetzt. Danke, ja, Tim, wie bist du darauf gekommen? Keine Ahnung, ich habe mein Mikro so angeguckt, dann stand da so das Rode auf der falschen Seite und dann dachte ich mir so. Oh mein Gott. Dann habe ich kurz. Du spielst die ganze Zeit in dein Handy. Ja, scheiße, Alter. Ja, nein, ey. Ja, kann schon mal passieren. 3 Stunden, ey. Ja. Nee, das war doch letztes Mal auch schon so. Also du hast Ja, oder? Ja, irgendwas war da auch. Nee, also ein Tag und 2 Stunden. Aber letztes Mal war am Laptop, glaube ich, das Laptop-Mikro aktiviert. Viel Spaß. Nee. So schlimm klang es nicht letztes Mal. Da kann ich dich beruhigen. Ah, guck mal, schon Tower hat gefaked. Chantau ist falsch gelaufen. Chantau, du bist der Killer. So, okay. Scheiße. Warum? Oh Mann, das ist immer. Na! Ah! Ich bin dumm. Ja. Ich bin dumm. Ja. Ich auch. Ich bin richtig, okay, Matteo. Nee, ich bin richtig dumm. Ich habe aber direkt reported. Also ich habe getötet,
Und zwar in Security, aber mich gab es halt zweimal. Parsival und Shorty sind raus. Also ja, Shiburi vielleicht auch. Parsival, Nesk weiß auch. Ja, aber ich weiß, wer mich, ich weiß, wer mich gesampelt hat, und zwar Chantau. Chantau, du tust es auch. Wie kommst du drauf, Matthias? Erklär mal. Also erstmal, du standest an der No-Task, hast sie gefaked. Ich stand mit dir dran. Ich hab die gemacht, genau. Mhm. Und dann bist du halt unten reingelaufen, hast dich natürlich in mich verwandelt und dachtest nicht, dass ich dir entgegenlaufe. Ich stehe im Baumraum und mache die Baumtask. Hast du noch eine andere Person gesehen? Kann das jemand bezeugen? Der Baum. Nö. Schade, dass es niemand bezeugen kann. Achso, warte, ich habe die Bibub-Task gemacht. Bibibububububub. Ja, okay, dann bist du. Dann ist safe. Das ist mein Imposter-Ding. Sorry. Ganz kurz. Als du reingelaufen bist, Shorty, in Lab, stand der Passiver noch an der Rakete? Ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen. Aber das könnte auch, also ich bin halt nicht in die Rakete reingelaufen und von der Crewmate Range sieht man das dann ja nicht. Ja, ich bin jetzt schon an der Lifeline quasi. Ich habe Baso gerade von von der Temperatur in Lifeline reinlaufen sehen. Matteo stand auch. Ja. Oh, stimmt. Okay, warte, also Matteo stand auch. Ja, Quatsch. Nein. Matteo, ist jetzt wirklich dein Call, dass ich der Morpher bin? Doch, es war Matteo, ne? Ja, das ist mein Call. Chantau. Ja. Hey, aber Matteo, du hast ja gesehen, wie du... Warte mal, wieso soll ich nein, im Live, also Matteo hat in der Lifeline reported. Und ich glaube, was Matteo meint, ist, dass er sich selber hat killen sehen, aber er hat auch reported. Also jemand hat ihn gemorpht und vor ihm, als er selber gekillt, aber in der Lifeline war. Du bist von der Labyrinthas zur Lifeline gelaufen. Ja. Jetzt gerade. Ja. Und da kann ich nicht jemand anderes gesampelt haben. Nein, weil niemand mich. Es war niemand da. Ja, ich bin Detective, Junge. Ich bin's nicht. Du bist also Detective. Und Baso, du hast Parsival gesehen? Ich habe Parsival an dieser Lava-Tasche da gesehen mit den Temperaturen und ich stand auch in der Matteo. Okay, und Matteo, du hast Baso gesehen. Genau, Baso war an der Temperatur, also an der Lava-Task. Wir sind reingelaufen. Da habe ich mich selbst gesehen, wie ich jemanden töte, und dann habe ich leider reported, statt hinterherzulaufen. Okay, also Shorty ist es hundertprozentig nicht. Ich hab Chantau übrigens nicht mal gewotet, ne? Juhu, ich hab ihn gewotet. Auch nicht. Ja, ich im schon. Ersten Meeting. Aber ich werd gleich gegessen wahrscheinlich. Ich liebe euch alle. Gegessen? Ich dich auch, Chantau. Ich dich auch. Das war halt eine Lüge. So, also. Wer sollte mich sonst samplen? Also es müsste so ein Drive-By-Sample gewesen sein. Chantau ist ja auch an die falsche Task gelaufen mit mir. Also wer ist denn noch... Ich meine, Sample kann man... Man kann nicht sofort samplen. Man hat ja einen kleinen Cooldown, bis das Sample geht. Das heißt, ganz am Anfang hat mich niemand gesampelt. Dann bin ich rausgelaufen. Habe mich an die Note gestellt mit Chantau und habe noch gesagt, so, ey, guck mal. Chantau ist hier der Killer. Dann hat er mich gesampelt, dann bin ich rumgelaufen. Und da kann mich auch niemand gesampelt haben, weil die Person hätte keine Zeit gehabt, außen rumzulaufen, wieder reinzulaufen und dann zu killen. So, die Frage ist, sterbe ich jetzt? So, wir können mal ein paar Vents zuklatschen. Oh. Ach du meine Güte. Oh. Katastrophenrunde. Nee, so schlimm ist es nicht. Katastrophen. Wer waren die beiden, die Lights gefixt haben? Ich Shorty und Franz. Und ich, Matteo, kam aus O2. Okay, Matteo war der aus O2. Okay, wer waren die beiden in Lab? Ich war gerade noch... Ganz am Ende jetzt oder ein bisschen? Vor 2 Sekunden. 2-3 Sekunden. Nee, da war ich nicht im Lab. Waren zwei ich Punkte. Ich war noch im Lab. Ich war an der Bora. Wenn das zählt, zählt das? Keine Ahnung, weil Tim Horus halt gerade Bless getötet hat an der Lifeline. Nicht. Bora sieht man was? Nicht. Es ist doch eine Katastrophenrunde. Es war wieder Morphling. Nein, Morphling. Relativ sicher Morphling. So wie, also der muss, also ihr müsst euch vorstellen, ich stand mit Blesk an Lifeline, gehe als Light aus, gehe runter zum Admin-Table, sehe eben eine O2, zwei Electrical, zwei zusammen im Office, zwei in Lab und ich in Admin. Deswegen habe ich nach den Locations so genau gefragt. Licht geht wieder an, ich gehe aus Admin Richtung Lifeline, Licht geht gerade wieder an, Tim Horus kommt runtergelaufen, springt in den Vent und Blesk liegt an Lifeline. Aber der Imposter hätte zu 100% gesehen, dass ich da bin. Warte, ich bin gerade bei Shorty und bei, ich bin bei irgendwo Electrical, da waren zwei Leute. Du bist oben rechts reingelaufen. Genau, das heißt, ich bin Electrical. Ja, kann ich, weil ich habe ihn sogar auch gesehen, ich habe Chantau auch gesehen, das heißt, ich muss mich entschuldigen.
Das heißt, Chantau hat mich nicht gesampelt dann in der ersten Runde. Dann nee, ich auch nicht. Dann weiß ich aber nicht, wer mich berührt hat, weil nur Chantau war an der Node. Genau, Matteo, okay. In der ersten Runde nochmal. Baso hast du safe gesehen. Die ist nicht Morphling. Baso ist kein Morphling, 100% nicht. Baso Shorty ist kein Morphling. Shorty ist nämlich auch kein Morphling. Das haben wir jetzt geklärt. Aber Chantau, ich glaube trotzdem, dass es Tim sein könnte, weil ich habe auch Tim sogar zwischen Comms und Office quasi hochlaufen sehen. Chantau ist links Richtung Cam, also Electric reingelaufen. Franz war auch da bei uns in der Electric. Also ich habe sogar Tim weglaufen sehen. Tim, wo bist du denn gerade, wenn du nicht gekillt hast? Ich habe den Bohrer gemacht, habe ich doch gerade erzählt. Genau. Ja, ich habe dich beim Bohrer nicht gesehen, aber ich habe dich quasi hochlaufen sehen zwischen Comms und Office. Entweder lügt hier Parsival mit der Geschichte, was möglich ist, oder es sind Djibouti oder Tim Horus. Das sind die einzigen. Also ich habe ein Alibi aus der ersten Runde mit dem Ding von Blesk. Und der ist jetzt dead, also ist mein Alibi so 1000% proof. Ja, was hat denn Flesk in der ersten Runde gesagt zu dir? Wir waren beide an Comspix, oder wie ich das heißt? Tim Horus gewotet. Ich habe ihn auch gewotet übrigens, die Imposter nicht. Es sind dann Tim Horus und Chantau. Du sollst nicht lügen. Nein. Wie kann denn Tim Horus schon wieder Imposter sein? Also das war möglicherweise ein mega guter Versuch. Warte mal. Also, die wilde Theorie, die ich jetzt habe, ist... Oh mein Gott, hier sind überall Imposter. Dass Tim Horus diesen Kill einfach gemacht hat und die Leute denken, dass es ein Morphling war. Aber es war einfach kein Morphling. Es war einfach Tim Horus, der einfach so gekillt hat. Was macht ein Shorty hier? So, 2 Leute Admin, Weapon, 3 Leute Electrical. Immer noch 3 Leute Electrical. 2 Leute O2, 2 Leute Electrical. Gucken, ob jemand stirbt. Ob ich sterbe. Nee. Camps ist aus. Da waren aber gerade noch 2 Leute drin. Shorty kommt rausgelaufen. So. Shit, ich hab die. Mann, ey, für mich ist es so krass, einfach Chantau. Aber er hat auch gesagt, er ist Detective und es wäre schon... Oh Gott. Ich hab hier nichts mehr. Baso wurde weggeputzt. Und das sind Tim Horus und Djibouti. Es sind helle Farben. Es sind 100% helle Farben. Es sind nicht Franz, Tim, Chantau und Mäntel auch nicht. Es müssten Djibouti und Chantau sein. Ja, ja. Nein, Djibouti und Tim Horus. Chantau war Lifeline. Tim, also jetzt, entschuldige, jetzt muss ich das ja mehr oder weniger alles zurücknehmen, aber Tim, es tut mir leid, aber das ist einfach eine Katastrophenrunde für dich. Also ich mag das Meme, ich bin auch froh, dass das verwendet wird, aber es ist eine Katastrophen-Crewmate-Runde, weil ich war wirklich Bohrer, Alter. Shorty! Nein, das ist, also... Okay, aber pass auf! Nein, Tim, das Problem ist aber jetzt, dass Shorty... Nee, dann ist Djibouti Morphling, das ist ja auch fein. Nein, aber ich hab Shorty doch ein Ali, ich verstehe nicht. Nein, ganz einfach, Shorty gibt hier Hacker-Infos und Chantau, Franz und ich waren die Leiter-Colors, die da waren. Es bleiben 2 Leiter-Colors, das sind Tim Horus und Djibouti. Und da hilft kein Morphling oder es irgendwas. Es waren 2 Leute, Electric, helle Farben. Und ich habe genau Franz unterm Stein gesehen. Ich habe Chantau im Office gesehen. Matteo ist oben ins Lab gelaufen. Mhm. Und Parzi habe ich auch gesehen. Also zwischen Djibouti und Tim müssen, dadurch, dass ja quasi auch die Leiche weggecleant wurde, müssen Djibouti und Tim jetzt die Leute sein, die vor allen Dingen auch nicht mal das Licht anmachen wollten. Die standen Ewigkeiten beim Licht, aber haben das Licht nicht angemacht. Es ist an. Auch das, ja, jetzt auch ist es das an. Ist ein, genau, jetzt das ist lange Punkt, nicht angegangen. Womit ich Shorty unterstützen würde, weil als Licht gerade ausging, ihr seid doch Admin, alle lost, was ist denn los mit euch? Als ich am Admin war, meine Güte! Und, okay, sorry, 2 Electrical, 2 Lab. Warum? Wenn halt Licht ausgeht, 2 Electrical sind, das Licht 30 Sekunden nicht angeht. Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe weder getötet noch gekillt oder sonst was. Nee, gekillt. Was mich am meisten aufregt, ist, dass Tim Horus schon wieder Imposter ist. Es kann nicht sein, dass er 18 Mal Imposter wird. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, Matteo, ich fühl's. Wo warst du denn gerade, Djibouti? Da waren 2 Punkte in Electrical. Wer mich votet, absolut ehrenlos. Weil ich war wirklich. Ich war. Bohrer, Alter.
Letzte Runde. Ich würde nicht die letzte Runde davor, sondern die Runde jetzt. Dann sag mir doch, warum du jetzt 15 Sekunden lang das Licht nicht angemacht hast, wenn du da oben die ganze Zeit bist. Ich bin da oben nicht. Ja, aber wer sind denn sonst die zwei hellen Farben? Du bist am Bohrer, oder was? Lass dir die Lava schmecken. Also, 3, 4, 6, 7, 8. Ich glaube, ich war jetzt in 2 Wochen 20 Mal. Könnte ja sein. Glaube ich auch. Und jetzt ist einfach mal. Muss mal den Ordner durchgehen. Upp. Ja, dann können wir Djibouri direkt voten. Oder lass mal bei Djibouri bleiben. Djibouri ganz verzweifelt. Weg. Hup. Nee. Djibouri. Nee, Djibouri, du kriegst mich nicht. Bah! Hat sie Speedhex? Wie kann sie mich denn einholen? Sie muss ja Speedhex haben oder was? Wie kann sie. Hä? Sie hat mich weggeputzt! Sie geht hinter den Stein! Sie benutzt meinen Stein! Tötet mich mit Speedhex und dann putzt sie mich weg! Also was? Also Djibouri ist völlig respektlos. Was soll das denn? Das kannst du dir nicht ausdenken, oder? Zum Glück haben sie sich schon überführt. Oh, Shorty stirbt jetzt. So, Shorty ist tot. Und wird jetzt reported. Noch eine Leiche lasse ich dich nicht wegräumen, Djibo. Nee. Aber dann hat Djibo ja wirklich nicht mal gelogen. Sie meinte, sie hat weder gekillt noch getötet. Mhm. Nee, ich habe weder gekillt noch gecleant, meine ich. Ach, I don't know. Also jetzt gerade am Schotau. Ich stand gerade die komplette Runde hinterm Stein. Das nächste Woche wieder wahrscheinlich. Komplette Runde. Ja, und da hast du auch getötet, um gecleant. Da hast du getötet, um gecleant. Da sind Leute vorbeigelaufen. Da wäre ja ein Report-Button gekommen. Da ist eine Shorty vorbeigelaufen, da ist Franz vorbeigelaufen. Ja, und da weiß ich gar nicht, ein Patsy weiß ich auch. Ja, keine Ahnung, ihr wurdet eh, aber... Übrigens, wenn man Wir haben halt gerade den Kill da gesehen. Wenn man als Mayor den ersten Knopf drückt, aber es war es mir wert. Das Vorschau. Ja, du hast nur ein Personal. Ich habe Matteo bekommen. Das war schön. Wie hast du mich eingeholt? Ich bin Ferrari. Ey, warum bist du da eigentlich so... Warst du Sheriff? Nee. Ach, Djibouri, ey. Wir hätten es fast gemacht. Ja, weil ich wusste, dass du Imposter bist. Dann dachte ich, ich laufe hinterher, bis dein Kill-Cooldown fast fertig ist und dann renne ich weg. Und dann bist du mir halt die ganze Zeit hinterhergerannt. Ja. Das war ein richtiges BM von dir, Matteo. Hä, warum? Ich kann sie doch gar nicht mehr. Das ist der Meistgeist, der auch direkt in der ersten Runde stirbt. Ah, was? Okay. Ja, Imposter. Wie hast du mich denn eingeholt, Djibouri? Ich bin die ganze Zeit... Ja. Ey, ich bin so die Kurven gerannt. Ja. Matteo, wir hatten dich dann am Anfang gesampelt. Also, das war ja kein Licht aus. Muss Djibouri das war ja nur gewesen sein. Tim. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, stimmt. Okay. Good luck, have fun. So, wir sind viel Spaß. In love mit Djibouri. Viel Spaß, Franz. Und Sheriff. Shit. Hey, danke, Tim Horus. Okay. Soll ich Djibouri einfach umbringen? Ah, sie zeigt mir jetzt das Event. Sie ist Imposter. Töte Djibouri.
Töte. Hat sie getötet? Nee. Oder ist sie Imposter mit... Oh, shit. Shoddy liegt unterm Stein. Mit unterm Stein meine ich Richtung Office. Hä? Wissen wir, wie alt die ist? Warte, wo? Sorry, nochmal. Also unterm Stein, damit meine ich nicht jetzt Richtung Lab unterm Stein, sondern unterm Stein Richtung Office. Aber nach, also links unterm Stein, keine Ahnung. Hä? Ach, das verstehe ich nicht. Ich meine nicht hinterm Stein, sondern unterm Stein, oder? Genau. Ja, genau. Meinst du jetzt hinter oder die, die kann, Shorty kann unter. Ich verstehe das nicht. Ist egal, aber die liegt okay. Halt über ein Office da. Ich kann rausnehmen. Ich sag doch einfach, wo sie liegt. Unterm Stein. Oh, Tim, raffst du was? Unterm Stein. Ich kann rausnehmen, Chantao, Tim, Horus und Pazzi, weil die waren alle auf der linken Seite und der ist halt... Nee, das stimmt nicht mal, Jiburi. Ich bin gerade von links nach rechts zwischen Storage und Office lang gelaufen und habe mich hinterm Stein versteckt. Und bei mir lag Shorty da noch nicht. Deswegen verwundert mich das gerade, was... Nicht hinterm Stein, Chantao. Ja. Ja, aber ich bin ja den Weg gelaufen. Dann lügst du. Aber es ist irgendwie ein Killzeitpunkt, nee, Chantao oder nicht? Dann lügt Chantao. Das kann ich nicht sein. Ich war in Lifeline, wo der Kill passiert ist und ich bin dann zum Admin gegangen, hab ja, wie lange ist der Kill her? Ja, sag mal. Wie lange war ich denn unterwegs? Zu Admin und bis dahin, wo ich gerade bin, unterm Käfig da, weil ich gesehen habe, dass drei Punkte. Ich wusste, dass die Open Field liegt, weil drei Punkte nur in Elektrike waren. Die musste irgendwo, deswegen habe ich draußen gesehen. Ja, aber das muss doch ewig her sein, weil ich habe dich doch gerade hier links im Office gesehen. Länger her. Ja, also kann ich Chantao, Tim, Horus und Pazzi rausnehmen und Chantao lügt jetzt aber. Nein, wo soll ich denn lügen? Warum soll ich denn meine Position jetzt verraten? Weiß ich nicht, aber du hast trotzdem gerade gelogen, weil der Kill ist älter und du sagst, du bist da lang gelaufen, da war der Kill nicht. Ja, deswegen verwundert mich an deiner Aussage. Ich glaube, dass ihr gerade ein bisschen aneinander vorbeiredet, weil ich glaube nicht, dass Jibo hier getötet hat. Also wenn ich dafür... Wenn ich dafür rausnehmen würde, wäre Jeff, weil ich habe an Cam den Laufweg, den er beschreibt, auch genau gesehen vor etwa so 10, 12 Sekunden. Da bin ich komplett verwirrt. Ich kann Jibus Laufweg bestätigen, die nämlich gerade da von links auch kam. Tim und Chantao waren es. Und Matteo kam von rechts gerade in Cams rein. Da kam Blesk aber auch raus, oder? Ja, boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mit Franz irgendwo mal bei der Labcam getanzt habe, aber dann sind wir beide Richtung Security gelaufen. Das nennst du tanzen, ne? Okay. Merke ja. Also ich, das was also du ich machst, glaube, weiß ich ja nicht. Also ich glaube, dann ist Jiburi kein Imposter. Dann ist Jiburi kein Imposter. Das heißt, wir spielen beide für Crew, oder? Sonst hätte sie ja nicht. Was halt noch sein kann, ist, dass Jeff selber getötet hat. Also wenn die Leiche ja hier liegt, ne? Dann hat Jeff selber getötet, läuft hier rein, geht an Lifeline, sagt, ja, hier, Kill. Dann geht er runter. Das kann halt sein. Muss Jiburi eigentlich finden. Ich mach mal die Task ganz besser, dann geh wieder raus. Dann suche ich Jiburi. Ja, so viel dazu. Was? Hold a second. Jiburi hat Jiburi reported? Wait, what? Okay, nein. Das ist ja geil. Jibu hat Tim Horus reported. Das war gelb, was reported wurde. Oh, dann war Tim Horus der Morphling? Nee, warte mal. Oh, dann war Tim Horus Imposter, Jibu Sheriff oder... Nee, never. Also, erstmal haben wir auf jeden Fall Lover Tim dabei gehabt. 30 Sekunden. Ist einfach beim Report getötet worden, oder nicht? Genau, ja, aber da stand, Jiburi hat Jiburi reported. Nein. Jibu hat Tim Horus reported. Gelb wurde reported. Okay, krass. Ja, ganz sicher. Ja, Tim Horus ist 3 Sekunden alt, Jiburi und Mantle sind halt gerade. Also sagst du, Jiburi und Mantle sind Lover? Müssten Lover sein, weil ich gerade in Lifeline war und hab nur Tim Horus tot gesehen und dann sind jetzt auf einmal Jiburi und Mantle auch tot, also. Du bist an Lifeline. Ja, ich war in Lifeline. Ist im Lab mit mir. Und hab gesehen, dass Tim Horus vor 3 Sekunden ungefähr gestorben ist. So 2 bis 3 Sekunden. Basel, wo warst denn du die erste Runde? Das habe ich irgendwie so gar nicht rausgekriegt. Die erste Runde bin ich direkt Specimen gesprintet, weil ich nicht sterben wollte. Okay. Specimen, dann bin ich wieder oben zum Labor hoch. Mhm. Aber ich bin durch Office Specimen.
Ja gut, wir haben halt auch gar keine Infos, wo das jetzt alles überhaupt war. Naja, im Lab-Chat sieht man nicht, oder? Nee, also wir beide... Ich würde aber wir waren da noch im Großen gesehen, oder Mantle in den letzten... Oder Jiburi ganz sogar? Ja, die Kills sind ja super. Nee, gar nicht also die Runde natürlich. Jiburi ja wurde beim Report von Jamoros getötet. Sein. Also Matteo und nee, Jibu Jeff Lover. Hat gesagt, ich habe auf nichts geschossen. Jetzt sind wir 2-3 Sekunden und dann 32? 2 bis 3. Ach so. Ach, 2 bis 3. Ja, ich deswegen sage ich, ich dachte vorne, er ist ewig alt. Nein, das war der Call, warum die alle frisch sind. Die Runde geht doch gerade erst 35 Sekunden oder so. Ja, aber ich habe einfach 32 verstanden die ganze Zeit. Nein, nein, 2 bis 3. Das macht 6 Minuten, wer es ist. Das wäre jetzt auch ein interessant. Ja, das würde ich jetzt ganz gerne mal wissen. Vlesk? Ja, gute Frage. Vlesk! Ja, wir müssen jetzt supporten. Vlesk! Vlesk kann tatsächlich nicht sagen, wie lange der in der ersten Runde übrigens schon ein Cam war. Der hat nicht mit Leid gefixt. Ich wollte Vlesk. Ey, du hast doch gerade gesagt, Vlesk kannst du sein. Nee. Wenn er nein, ich habe gesagt, der kann... Sich ja dann mit... Ich bin verwirrt. Bye-bye. Ja. 3 Sekunden vorher Vlesk callen, dann muss es Parzi sein. Ich war ja aber schon Tau, wurde gerade. Ich hab das... Vlesk war, glaube ich, richtig. Ich hab gerade. Ja. Bist du müde, ne? Ihr habt einen Timemaster rausgehauen, good job. Weiß ich nicht. Also, die Reaktion von Vlesk war gerade so überrumpelt, aber... normalerweise als Imposter lässt er sich nicht überrumpeln, deswegen bin ich dann noch unentschlossen. Der Killer muss ja direkt an Jiburi dran gestanden haben, weil es wurde ja gekillt. Okay. Oh, Percy. Ja. Ich hätte auch gedrückt, wenn er nicht gedrückt hätte. Also nochmal ganz kurz, es tut mir leid, dass das wieder so ganz am Ende vorher in des Meetings war. Ich wollte dazwischen. Oh gut, ich bin Time Master. Er hat die falsche Rolle gecallt. Ich war Time Master so, deswegen also. Er hat halt genau die falsche Rolle gecallt, die noch am Leben ist. Ich wollte jetzt keinem drüber reden. Also für mich, Chantau kann es nicht gewesen sein. Ja, ich habe Marcia auch gesehen. Aus der ersten Runde kann ich Jeff rausnehmen. Ich bin Detective, habe die ganze Zeit die Fußabdrücke in den Camps gesehen. Jeff war wirklich an Lifeline und ist dann nach links unten gelaufen. Und aus Office raus, der kann für mich in der ersten Runde den Kill auch nicht gemacht haben. Und auch mit den Infos, die er gegeben hat, glaube ich nicht, dass er gerade eben an den Kills beteiligt war. Und dann war es halt für mich zwischen Franz Base und Blesk. Und nachdem Blesk irgendwie 20 Sekunden überlegt hat, Timmy ist im Urlaub, deswegen ist er nicht dabei. Deshalb nächste Woche wieder dabei. Wer könnte das denn hier sein? Habe ich ihn dann halt geworden. Ja, okay, und wer ist der zweite Parsi? Ja, noch zwischen dir und Basel, Franz. Okay, dann ist es easy, glaube, weil ich kann mich rausnehmen. Wir haben keinen Evil Guesser, weil ich der Nice Guesser bin. Ich könnte es auch nicht beweisen, indem ich Jeff als Time Master rausgehe. Ja, oder mit den richtigen Tasten haben wir mal zugeschickt. Mach Jeff als Time Master, dann aber ist er jetzt Game. Nein, warte. Dann noch nächste Woche nicht auf Detective, weil ich ja potenziell jemand sein könnte, der Vlesk als Crewmate rausgepusht hat. Nee, deswegen ja, deswegen Jeff als Time Master, weil Vlesk nicht euch drin, was ich mache. Crewmate, ich wollte. Mach lieber Jeff auf Time, so kann, Time Master. Dann weißt du, dass Vlesk gelogen hat mit Time Master. Genau, dann ist er dann ist es denn? Nein, hast du noch ein paar letzte Worte? Jeff, möchtest du noch was abschließend sagen? Ich wollte jetzt Jeff als Time Master. Bitte votet den richtigen dann. Danke, Painter. Okay. Ich bin okay, nice gestern, das fühlt sich so verrückt an. Warum wolltest du denn nicht Crewmate auf mich? Jetzt wolltet ihr mich raus und ich hab trotzdem. Na, weil ich doch proven wollte, dass ich der Nice Guesser bin und dass Jeff der Time Master war. Und deswegen wäre es gelungen. Das ist doch alles gut so. Ja, gut, deshalb hat Basel wahrscheinlich gewonnen, aber gönn ich Basel die Nein, hab ich nicht. Das hat sich nur so falsch angefühlt, weil ich einen Crewmate rausgeworden habe als Crewmate. Hast du jemals schon mal als Evil Guesser gewonnen? Nee, ich hab mich das immer nicht getraut, weil ich das immer so gemein fand. Aber ich meine, wenn es uns als Crews die Runde gewinnt, ich wollte sagen, wenn sonst als Crewmates die Runde gewinnt, so, dann mache ich das halt am Ende so. Geil, einfach geil. Wade hat Mente geschossen und sind beide deswegen gestorben? Nein. Nee, ich hab Jiburi weggerotzt. Weggerotzt? Das sagt man nicht. Einen Charlottenburger gemacht. Er hat mir die Rechtfertigung nicht mehr angehört, aber können wir vielleicht... Weiß nicht, soll ich nicht super salty klingen, aber ist es vielleicht nicht clever, so diese Calls 3 Sekunden vor Meetingende... bisschen vorher das Meeting zu verlagern. Aus eurer Sicht war das ja, ich habe nichts gesagt gehabt, deswegen habt ihr gesagt, ja, bei 3 Sekunden voten wir den einfach mal. Naja, also ich habe bei 50 Sekunden dich gefragt, wir haben dich gefragt, wer du glaubst, wer es ist, und dann haben wir halt 40 Sekunden lang Zeit oder sind halt 40 Sekunden lang umgegangen, ohne dass du einen Verdacht geäußert hast. Nee. Das gebe ich mir nicht. Ja. Aber ich habe gar nicht gewollt, Ja, das war halt dieses... Ach, keine Ahnung, nee, feier ich nicht. Ich feier den Kill, der war witzig. Okay.
Und die Runde war gut. Alles feini. Aha. Wer darf zuerst nicht sterben? Ich frage für einen Freund. Tim Horus. Shorty, ja? Dürfen Tim Horus? Was? Tim Horus oder Shorty? Tim Horus und Shorty. So, okay. Aber warte mal, wenn ich meinen Stein jetzt benutze, um Leute zu töten, dann merken auch die Leute, dass ich das war, oder? Keine Angst, Jiburi, ich weiß, dass du es nicht bist. Keine Angst, Jiburi, ich hab dich geschildert. Du wirst eh nicht sterben. Ja. Liegt hinterm Stein, glaube ich. Also ich habe die Leiche nicht gesehen. Ich bin hinter meinem Stein? Ich bin nochmal runter. Okay. Hinter deinem Stein. Also ich habe die Leiche nicht gesehen, bin von oben runter. Da kam mir Vlesk entgegen, bin dann nach unten und unten kam Franz dann gerade nochmal aus dem Links raus und dann bin ich ja hoch und habe reported. Warte mal, Vlesk kam dir gerade entgegen? Denk mal. Oha. Bei Vorlab, ja. Von wo kamst du, Vlesk? Ich kam links aus Office, bin nach oben gelaufen, an Storage vorbei und rechts ins Lab rein. Bist du links an Storage oder rechts an Storage vorbei? Bin links an Storage vorbei. Okay. Also ich kann euch sagen, die Leiche ist 10 Sekunden alt. Ich bin gerade an die Lifeline gegangen, da ist Vlesk links aus Office rausgelaufen, da ist Passwort umgekippt. Und Shorty war die erste, die von rechts in Office reingekommen ist. Das bedeutet, Shorty muss den Kill gesehen haben. Nein, muss ich nicht. Weil ich bin mich unter dem Stein lang gelaufen und wenn der hinter dem Stein liegt, dann liegt er ja über dem Stein, dann kriege ich, glaube ich, keinen Report-Button, weil er ja quasi ein Wand ist. Ich schon wieder mit dem Stein, das ist verwirrend. Oben, unten, links, rechts, unter, was? Jiburi, weißt du, Jiburi, lag das hinter dem Stein oder eher oben? Oder? Na, so da, wo man die Leiche halt nicht sieht. Falle. Ja, aber dann hast du einen Button in Shorty normalerweise. Den Report-Button auch nicht gesehen haben. Da hat man einen Button, wenn man durchläuft. Wenn du oben lang läufst, dann kriegst du den Report-Button trotzdem. Aber wenn du unten lang läufst, siehst du die Leiche gar nicht. Ja, die siehst du nicht, aber du kriegst einen Button, oder nicht? Nee, wenn du unten lang läufst, kriegst du auch keinen Report-Button. Da ist ja eine Mauer, also da ist ja eine Wall dazwischen. Okay, Shorty, woher kamst du denn? Ich kam aus Electric, da war ich mit Baso zusammen. Baso hat auch nochmal, ich war kurz in Camps. Dann ist Baso, glaube ich, runtergelaufen. Ich bin rechts raus, unterm Storage lang, unterm Stein lang, zu Lifeline und da habe ich dich gesehen und da habe ich auch gesehen, dass Pazi tot ist. Aber ich rechne ja nicht damit, dass irgendjemand oder eine Leiche unter dem Stein... Dir ist niemand entgegengekommen? In der nächsten Runde? Okay. Nicht jetzt. Nee, in der nächsten Runde? Es ist halt jetzt zwischen... Ah, sind aber zwei Votes, vielleicht ist es doch nicht. Aber ich glaube nicht, dass es Flask ist. Ich habe schon gewotet. Nee. Mehr hat geholt. Genau. Ich glaube, erste Runde, ich glaube, er liegt da mal falsch. Pazi hat sich erschossen, der wollte, dass der Stein des Weißen jetzt ist. Hat ja voll geil funktioniert, der Stein. Ey, Steinfall ist auch OP als Imposter, merke ich gerade. Tut mir einen Gefallen, bringt einfach Chantau. Steinfall ist auch OP als Imposter. Okay, so, Vlesko-Mann, was ist dein Plan? Ist er cleaner? Nee, ne? Ich bin kein Cleaner, nicht mit mir rumlaufen. Ich brauche jetzt ein bisschen Alibi. Da will jemand drücken, oder was? Es sind zwei Leute tot. Oh mein Gott. Nein, doch. Oh. Zwei. Jiburi hat vielleicht auf mich geschossen, Baso müsste gesehen haben und vielleicht auch die Cam, dass ich den Kill nicht gemacht habe. Wieso sollte ich das gesehen haben, Shorty? Also, weil ich bin doch hinter dir hergelaufen, ne? Weißt du das noch? Über Storage lang? Ja, und dann kam aber Jiburi uns entgegen und Jiburi ist einfach neben mir umgekippt. Das habe ich nicht gesehen, Shorty, weil ich ins Labor reingelaufen bin und du bist ja unten geblieben. Nee. Shorty, okay. Doch, Hase. Also ich bin ins Labor reingelaufen und du bist so nach unten, glaube ich, gelaufen. Oder jedenfalls ist hinter mir auch die Tür zugegangen. Also du warst nicht mit im Labor mit mir.
Genau, bin ich auch nicht, weil die Leiche ist ja umgefallen und dann wollte ich ja nicht instant reporten, weil es ist ja immer noch möglich, dass es ein Warlock-Kill ist und deswegen bin ich auch, als Vlest gekommen ist, habe ich auch nicht instant reported und bin im Kreis gelaufen, damit er sieht, dass ich mich auf jeden Fall bewegt habe. Okay, also das Problem ist, es war außerhalb meines Vision Circles, also ich habe das nicht gesehen. Also ihr sagt, dass die Kills gerade eben passiert sind, vor 5 Sekunden oder so? Nee, der Kill ist 8 Sekunden her. Und ich call es jetzt auch einfach. Ich bin Medic, ich habe Baso geschildet in der ersten Runde. Deswegen bin ich jetzt auch mit Baso mitgegangen, damit sie mir hoffentlich ein bisschen Vertrauen schenkt. Dann kam Siburi uns entgegen. Baso ist ein bisschen vor mir gelaufen, das stimmt. Mhm. Ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass Baso mich eigentlich hätte trotzdem rausnehmen können, weil Baso nicht so weit vor mir war. Also ich habe es wirklich nicht mehr gesehen. Ich bin ins Labor reingelaufen, Jibu ist rausgelaufen. Ich weiß, dass du hinter mir warst, Shorty. Aber als ich im Labor war und die Tür zuging, habe ich das halt nicht mehr gesehen, was da hinten passiert ist. Ich sage, Baso wird komplett mariniert gerade. Und Shorty muss stecken. Das ist ein Lava-Kill, Leute. Ja, ihr werdet ich glaube nicht, dass es ein Warlock ist. Ich glaube, das war ein Lava-Kill. Hast du es richtig gesehen, oder? Also, nicht. Schade. Ich kam später an Lifeline dran, da waren beide schon tot. Ich kann nicht sagen, was gleichzeitig umgefallen sind. Aber Lava-Killen würde ja bedeuten. Aber dann müsste. Ich glaube, Jeff wurde umgebracht und ich glaube, Djibouti ist einfach nur umgefallen. Das könnte auch sein. Wenn es ein Lava-Kill war, könnte es auch sein. Also, Djibouti ist einfach nicht mehr umgekippt. Wäre natürlich ein günstiger Zufall, ne? Ja, wow, ich habe jetzt sogar meine Rolle gecallt. Ich kenne das eh. Ihr könnt mich auch rausvoten, aber dann habt ihr halt ein Crew weniger. Ich skippe jetzt nochmal, aber. Also, ich. Medic hatte nicht auch die Runde davor, also ich verstehe ja, dass ihr denkt, ich hätte den Kill unter dem Stein gemacht, aber ich kann ja nicht noch mehr machen, als sagen, ich hatte keinen Report-Button, als ich da lang gelaufen bin. Hättest du als Medic reporten können und hättest einen Namen? Stimmt. Ich glaube, sie macht einen Fake-Medic-Call. Also ich bin der Evil gestern, ne? Und ich habe ja gehört, wie sie gesagt hat, ich bin Medic und ich habe bla bla. Oh, guck mal. Ja, hier ist eine. Ah, wir haben Trickster noch mit drin. Ja, das ist ja wild. Ich mach mal nicht auf. Also es war wahrscheinlich Lover, so wie sie es gesagt haben. Ach, guck mal, da ist auch eine Kamera drin. Scheiße, wer war in Specimen? Shorty ja wahrscheinlich nicht, weil sonst wäre die Kamera nicht da. Das heißt, Shorty ist kein Security Guard. Ich würde sie auch leben lassen, glaube ich. Die kommen jetzt oben ja aus dem Labor raus gleich wahrscheinlich, ne? Aber wir könnten oben Franz killen im Labor. Und dann fällt es wieder auf Shorty. Das ist vielleicht eine Idee. Kommt es sabotiert. Also, wenn wir jetzt hier das hinkriegen, dass wir... Ach nee, Vlesk ist ja hier, scheiße. Ach nee, Vlesk... Ich will jetzt auch. Ich hätte jetzt den Horus nicht töten können, weil das wäre auf Les gefallen. Ich will jetzt Les auch nicht belasten mit Kills. So, ist niemand tot. Schaut, die lassen wir natürlich leben, ne? Oh, Lights out. Das Beste mit einer Person noch. Labor. Mhm. Ich kann Baso jetzt auch nicht töten, weil ich wurde hier gesehen mit ihr. Damn it. Hier ist die Dingsbox. Es stimmt, sie hat sie geschildert. Ich wollte gerade Baso töten. Das hat sie, glaube ich, gecheckt. Hat Baso gecheckt, dass ich gerade töten wollte? Fuck. Oh, jetzt ist ihr Schild verloren. Ist aber schlecht. Bait. Bait ist aus, oder? Ja, yeah, Bait ist aus, sorry. Immer dieser Troll. Ja, tut mir leid. Shorty liegt am Lichtschalter dran. Chantau war es nicht. Am Lichtschalter? Ach so, bist du am Lichtschalter dran. Ja, am Lichtschalter. Moment, okay. Ich bin nämlich in der Kamera. Wie geht das denn?
Ja, wieso soll also dann nicht jemand Kamera bist, kann ja, weil Basu, wie man am Lichtschalter ja, aber Basu, du warst gerade neben mir. Warum hast du dann nicht reported? Nee, Matteo, ich bin unten bei den Wasserrädern gewesen. Die Kamera war auch an, das habe ich gesehen. Das, also du müsstest mich, auch wenn du da gerade durchgeswitcht bist, unten gesehen haben in O2 bei den Wasserrädern. Nee, ich bin auf Office-Cam. Aber warte mal, Basu, wir haben uns oben gesehen bei Cam. Trickster-Boxen liegen, eine lag in Admin gerade, eine lag... eine liegt so zwischen Electrical und Dropship, Storage, genau. Mhm. Und eine über Storage. Das sind beide. Das, also Flask ist der Imposter wahrscheinlich. Eine. Chris ist einfach zum Light hingerannt. Ja, ich bin zum Light gelaufen. Von Lifeline. Leiche ist, liegt da ungefähr seit 5 Sekunden. Und hab Shorty reported. Ich war gerade noch mit... Und vor 5 Sekunden war ich mit Tomorrow's noch bei Office. Ich weiß nicht, wer den Kill gerade gemacht hat. Ich habe aber die Vermutung, dass Shorty wirklich der Medic war, der mich geschildet hat, weil als ich in Specimen stand, Franz einmal so über mich rübergehavert ist, als würde er einen Kill machen wollen und dann aber wieder weitergelaufen ist, weil es vielleicht nicht ging. Also tötest du mich nicht wegen der Runde vorher? Ein bisschen sass auf Franz tatsächlich. Okay, ja. Aber tötest du mich nicht wegen der Runde vorher oder warum? Nee, tatsächlich, weil ich kein Imposter bin, Franz. Hm. Ich war mit Tomorrow's. Also ich sag's nochmal, ich glaube, Flask ist Trickster. Ja, ist falsch. Okay. Ich war mit Tomorrow's gerade noch zusammen. Shorty ist vor ein paar Sekunden erst gestorben. Bin dann zum Light gelaufen, hab reported. Die Trennung war hart. Franz war vorher auch in Specimen mit mir, aber der kann vielleicht irgendwo... Vielleicht bist du immer der Trickster. Franz ist immer... Achso, warte mal, ist eine Box? Eine Trickster-Box ist über Storage, eine ist links neben Storage und eine ist in Admin. Warum sollte die über und links neben Storage sein? Das sind wirklich zwei, habe ich auch gesehen. Ja. Was mit Shan Wao? Wo ist der? Ich bin gerade mit Franz in Specimen. Ja, und deswegen ist es Flask. Und der zweite bin aber ich. Aber warum denn, Franz? Also, das ist. Nö, ich bin's nicht. Och, nö, ich weiß es, ich skippe jetzt einfach. Nein, Tipp, also das nein, einfach nicht skippen, nicht skippen. Gut. Also, ihr habt gerade den Seher rausgehauen. Flash war über Storage. Und ja, aber. Ach so, deswegen. Wisst ihr was? Ja. Franz, ich glaube. das ist ärgerlich gewesen. Aber es ist Flash. Aber ist ein Licht aus noch? Ich glaube, Basu ist verliebt mit Vles, kann es sein? Basu ist verliebt mit Vlesk. Das könnte jetzt noch mal ein Problem sein. Okay, die beiden machen das hier. Wo ist Basu? Hier oben. Du bist so ein Mann, ey. Was machst du nicht wieder an, mein Junge? Mann, ey, da macht denn das Licht immer aus, ey. Gut gemacht, Les. Das Problem ist, dass es immer keine anmacht und wir deswegen den Button nicht drücken können. Nein, das kommt. Ich hab die Schalter wieder umgelegt. Ja, gut Job. Konnte kann das Licht wieder anmachen. Ich hatte erst was das Problem, das du hast, ist, dass du halt einfach meinen Namen callst, aber nicht eine Begründung dazu gibst. Ja, wie sollen das war Leute das Problem. Deswegen habe ich auch dich gewartet, dann Franz. Ich wusste ja, dass Franz nicht ist. Das, ja, also, eben. Das hat mich schon abgeholt. Ich weil war, ich halt mit ihm besser entstand. Safe, so. Wie soll ich den Kill in Electrical gemacht haben? Ja. Aber ja, gut, dann ist nicht so schlimm. Das Problem ist halt, wenn du nur sagst, XY ist Trickster, dann ist es halt für alle anderen, die die Beweise nicht haben, die du gesehen hast, ein Random Call, weißt du? Okay, aber ich bin ja auf der rechten Seite mit Chantau, der mich rausnimmt, so. Ja, aber das habt ihr ja nicht vernünftig gesagt gehabt. Na doch. Ja, doch. Das aber hab ich egal. Ich hab's egal. Nächste Runde. Flash, das ist immer so viel Glück, Lover, dass du genau Spaß. Die Rolle callst, die noch am Leben ist. Flash, du callst so auf die... Ja, ich wollte Party ist zuerst gestorben, weil ich der Hacker war, aber es hat halt leider keiner Licht angemacht. Ja, nee, ich hab Licht wieder ausgemacht, es konnte keiner anmachen. Es hat dann gespielt, okay. Viel Spaß. Man geht, man kann ich sie drücken. Warum? Oh, Franz, sogar noch. Ihr wow. Alle mal am Arsch lecken. F, es tut mir leid, dass du gestorben bist. Ich habe jetzt nicht gelacht, weil ich mich gefreut habe. Ich schon. Der Zufall war nur lustig. Ich stand gerade mal wieder ein bisschen länger im Dropship drinne und bin als Letzte rausgelaufen. Bin nach unten gelaufen und Franz liegt irgendwo zwischen Electrical und diesem Pylon vielleicht. Ich habe es nicht gesehen, weil ich doch raus war. Das kommt hin. Ich bin am Anfang straight runtergelaufen, habe dann das Light ausging umgedreht und habe auch gerade einen Report-Button links vom Pylon. Chantau kann es nicht gewesen sein. Der musste aber recent sein. Der muss gerade eben passiert sein. Chantau, die Runde ging ja nicht lang. Chantau kann es nicht gewesen sein und Tim Horus auch nicht, wenn der... Hm. Also wir sind gerade in Light drin und Chantau fixt, glaube ich, gerade, oder? Ich habe schon angemacht, aber ihr seid gerade reingelaufen, ja. Ich bin gerade zwei Leuten da gelaufen. Ich weiß nur eine Person davon. Jiburi und?
war das Richtung Lab? Dann war ich das. Ja, Chiburi und X sind in Lab reingelaufen. Die könntest du dann auch nicht gewesen sein, oder? Und Shorty kann ich auch rausnehmen. Die ist als erstes. Ja, ich gerade aus. Die Frage ja, ist... Ja, Licht war aus. Ja, aber man ist ja nicht blind, Chiburi, wenn man ja, raus. Ich bin ja... Ich war blind. Baso, kannst du genauer sagen, gesehen, wo die Leiche liegt? Du sagst ja zwischen dem Pylon und Electrical oder was? Ja, also zwischen Pylon, der da unten ist, weil man direkt runtergeht, und dem Electrical-Eingang. Irgendwo da so. Also genauer weiß ich es nicht, weil Licht aus war und ich nur den Report-Button hatte. Ja, also das Licht ist gerade erst wieder angegangen und auch ich hatte den Report-Button ohne eine Leiche gesehen. Aber hätten wir dann nicht einen Report-Button haben müssen, Chantau? Durch den Zaun sieht man den nicht. Ach so. Hä, nee, nein, das meine ich ja nicht. Nee? Warte mal. Als wir reingelaufen sind. Chantau. Naja, wenn ihr jetzt schon vor dem Kasten steht. Ja, aber dann muss der Kill ja wirklich in 2 Sekunden passiert sein. Das ist ja mega ballsy dann. Dann bleiben. Warte mal ganz kurz. So angerufen? Von deinem Trainer? Nee. Ich überlege gerade, ob ich noch jemanden gesehen habe, der mit runtergelaufen ist. Weil wir sind von oben runtergelaufen. Aber, nee. Tim Moos und Mental, könnt ihr euch beide so covern, dass niemand von euch reingewendet ist, von oben links gerade? Es ist keiner reingewendet. Oder gewendet. Gewendet kann sein, aber das wäre ja noch krasser dann. Nee, das kommt von mir. Man kann doch gar nicht. Man kann doch Shorty, wo ist Shorty? Der hat mich rausgenommen. Ich bin auch im Lab. Ist jetzt erst in Lab rein. Ah, auch so ein Lab. Ich dachte, der kriegt also Shorty, Jeff, Chiburi, ich waren Richtung Lab unterwegs, ja? Wenden kann übrigens gar nicht sein, weil man kommt doch gar nicht so schnell runter zum Vent. Genau. Okay. Naja, stimmt. Also, Tim Horus, ballsy kill, aber jetzt haben wir uns Alibi gemacht. Ich hoffe, die kommen da später nicht noch mit drauf. Ich hoffe, die kommen da später noch nicht drauf, dass das vielleicht doch wir waren. Ich wollte übrigens gerade noch mal dann direkt noch mal killen. Und zwar, ich wollte dann direkt Chantau killen, aber dann wurde schon reported. Aber das wär noch dümmer gewesen, glaube ich. Wäre zu gefährlich gewesen. So, Evil Guesser, haben wir irgendeine Ahnung, wer sein könnte? So, Türen gehen alle zu. Ich gehe jetzt in Camps. Sehe natürlich nichts, weil ich bin dumm, weil ich ja selber disabled habe gerade. Dort im Horus geht ein Office rein. Wo sind alle anderen? Jeff geht in Office. Dem Horus geht wieder aus Office raus. Shorty ist Lifeline. Jemand kommt zu mir. Ich will jetzt nicht killen. Shorty geht hoch. Kamera ist leider an, sonst wäre ich jetzt zu Shorty gegangen, hätte Shorty getötet. Hier ist der richtig reger Betrieb. Eine Person ist ein Specimen. Electrical auch eine Person. Das heißt, wenn wir jetzt Lights ausmachen, das bringt nichts. Kamera immer noch an. Okay, dann gehe ich jetzt zur Kamera. Morus kommt hier raus. Hup. So, da kommt Baso gerade rausgelaufen. War Baso in den Camps? Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist ganz... Ich bin tot. Oh, oh. Ist ja noch schlechter. Nicht reporten. Hä, was passiert denn? Warum drückt denn keiner? Warum wird hier alles zugemacht? Warum drückt hier keiner? Hallo? Was passiert hier? Ach so, die können nicht drücken. Oh, fuck. Alter, Tim. What the fuck? Wie lange willst du mir chasen? Du hast mich halt nicht nochmal gefunden. Ich bin der Time Master und ich lebe noch. Oh, nein. Bitte was? Shorty, deshalb bin ich vor dir gewinkelt. Tim hat mich an Electrical Exit versucht zu töten. Ich bin einmal komplett durch O2 durchgelaufen, dann ins Office rein. Es kann auch sein, dass es ein Warlock war, der versucht hat, Tim zu töten, aber das ist halt... Oh mein Gott. Das muss ein Warlock gewesen sein.
Ach, du meine Güte. Lass erst mal Shorty bitte. Güte. Oder also Parzi hast du jetzt gesagt. Also, den Kill hat auf gar keinen Fall, einen von den Kills ist auf gar keinen Fall Jeff gemacht. Jeff ist auf jeden Fall Crew-Keule. Es waren zwei, also als der Kill gefallen ist, sind zwei Leute Richtung Electric gewesen. Die waren tatsächlich auch relativ lange noch da. Die ja, Leiche liegt quasi... Ich. Ja, ich bin versucht reinzurennen und dann bin ich zurückgeportet worden. Und bin ich wieder reingerannt. Hast du wahrscheinlich jemand anderen weggemacht vielleicht? Weil über nee, Security nee, liegt nämlich jetzt eine Leiche. Nee. Parts, erklär bitte nochmal, was bei euch passiert ist. Ich glaube wirklich dran, dass Tim Horus nur gewarlock-cursed wurde. Also er wurde... Ich wurde vor Electrical getötet von Tim Horus. Aber ich glaube nicht, dass er persönlich das war, weil ich bin durchs komplette O2-Gebäude durchgelaufen, bin dann in Office rein, hab da Shorty und Tim Horus wieder getroffen. Da hätte Tim Horus mich 10-mal weggemacht. Aber bist du über Electrical gelaufen? Da liegt ja dann Chantau anscheinend jetzt. Also dann müsste er doch außerdem falsch reingestochen haben, Tim. Warum Chantau? Achso, stimmt. Oh, das ist möglich. Oh ja, das habe ich doch gerade gesagt. Vielleicht hat er einfach in jemand anderen reingestochen. Oh, ja, ich habe den Call gar nicht verstanden. Ja, okay, das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe eine andere These und ich würde die gerne präsentieren, wenn ihr kurz zuhört, bevor es zu knapp wird. Parzival hat den Time Master getötet, klaut sich die Rolle einfach, ist Imposter. Okay. Das kann sein, ja. Kann das sein? Dann war Chantau Time Master oder was? Oder Jiburi oder was? 50-50, beides eins von beiden. Da ist er auch nicht raus. Ah, Timorus glaube ich doch eher Warlock und so, das holt mich nicht ab. Das ist für mich zu hart Stretch so. Wenn du drauf geblieben wärst, dass Tim dich getötet hat, dann von mir aus, aber das mit dem Warlock... Aber doch, das ist doch jetzt nicht. Mega, das Einhornblech. Ich war Tim Horus hier. Also nein. Jetzt auf Party zu switchen, ist ja wirklich wild. Shorty schade. Ist schade, wir haben verloren. Ja, stimmt. Und das, ist toll, das heißt gewesen. Auf jeden Fall, dass Tim auf jeden Fall ein Imposter gewesen sein muss. Okay, dann haben wir zwei Rollen. Wir wissen, dass Party eine Person ist. Wir wissen, dass Parzi Time Master ist und wissen, dass Shorty Engineer ist. Das heißt, wenn wir jetzt Blesk töten, dann können wir in einer Vote-Runde schon mal killen. Ah, das ist aber schwer dann, ne? Das ist dann echt schwer. Aber ich weiß ja alle Rollen dann, oder? Ich weiß ja alle Rollen dann. So, ist hier Licht an? Da kommt Parzi ja gerade. Parzi ist Time Master, der will, dass ich ihn töte. Parzi ist Time Master, der will, dass ich ihn töte. Der denkt sich das auch schon. Kamera hat mich jetzt hier reinlaufen sehen, ist natürlich schlecht. Ah, und Shorty ist jetzt im Vent drin. Aber ich will Shorty nicht töten, weil ich weiß ja, dass sie Dings ist. Das will ich machen. Ich gehe erst rein, wenn sie rausgeht. Ich würde gerne diesen Kill machen. Zugemauert, ne? So. Rausgessen können wir noch Shorty und Bomf. Ah, jetzt haben wir die Leiche. Wo ist der? Oh. Ja, der lag irgendwo unterm Stein, glaube ich. Ich habe kurz einen Report-Button gehabt, dann auf einmal nicht mehr, wenn ich zurückgelaufen habe, einfach R gespammt. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass Tim, und das hat Tim ja quasi mit dem Call, ich werde wahrscheinlich jetzt rausgegessen als Engineer, wenn Tim das nicht war, was wahrscheinlich nicht war, weil sonst hätte Tim das nicht gesagt, dass ich Engineer bin. Party ist damit hundertprozentig safe. Dass wir einen Evil Guesser haben, ist höchst... Oh. Da muss es Matteo sein, weil Jeff hat die ganze Zeit nach der Leiche geschaut und war noch in Cam. Ja, ich habe Mente und Basis zurück in den Cam gelassen. Also ich war da ganz kurz in der Cam, hab euch beide da in der Cam gesehen, Matteo.
Warte, ich wo war ich in der ganze Zeit Fläst am Suchen war. Ja, ich war in der Cam und Shorty ist da gewendet und dann bin ich weggegangen. Shorty? Ja, das ist richtig. Also ich bin ja überall rumgewendet. Es wurde ja, ja auch schon von Tim gecallt, dass ich Engineer bin. Ja, also. ja. Und Jeff, also ich habe halt, als ich rumgewendet bin, halt Jeff immer überall rumlaufen gesehen, weil er nach der Leiche geschaut hat. Deswegen ist es für mich eigentlich ziemlich safe, Matteo. Ja, aber was heißt rumgelaufen, nach der Leiche gesucht? Der hat ja keine gefunden. Ja, ich hatte auch keinen Report-Button bei einem Stein. Wo genau lag die bei einem Stein? Also Shorty... Ich weiß nicht, wo sie lag, aber Matteo, also, sorry, Matteo. Jeff, aber du weißt doch auf jeden Fall, dass ich Engineer bin. Tim hat es doch sogar als Imposter gecallt. Shorty, ich weiß auch, dass du Engineer bist. Du bist vor mir gewendet bei der Cams. Mhm. Ja, also dann ist es nicht... Also, okay, ich werde jetzt einfach das worten, aber... Ist es nicht logisch, dass Jeff ist? Nein, okay, wenn ich dich zurücklasse gut. Mit Basel und Cam. Hättest du auf Shorty gepusht, Mente, dann hätte ich vielleicht sogar mitgegangen, aber da du jetzt auf mich gepusht hast. Warum soll ich denn auf Shorty pushen, wenn sie... Das confuse mich ja jetzt gerade komplett. Weil ich nicht selber weiß, ob du als Engineer ein bisschen so, vielleicht so playen möchtest, so mit dem Engineer. Aber Tim hat doch als Imposter gekonnt, dass ich Engineer bin. Ich habe jetzt eh Mente gewortet, Shorty, du kannst eh auch... Aber warum sagst du denn, wenn Matteo auf mich gepusht hätte, dann hättest du vielleicht mitgemacht? Weil Tim Horus vielleicht dich einfach so in Schutz nehmen wollte, dass du Engineer bist und jetzt aber nur Part 2 rausgehst. Deswegen, weißt du? Okay. Dass er dich nur schützen wollte, Gott. Dass die denken so. Bitte sag jetzt nicht, dass ich geflogen habe. Nee, ich bin Detective. Ich habe ganze Zeit... Du bist Detective, deswegen hast du mich im Lab in der ersten Runde gesehen. Stimmt, deswegen habe ich dir auch so vertraut. Gigi. Ah ja, true. Schade. Parzival war wirklich Time Master? Ja, natürlich. So unlucky. Das war the unluckiest thing alive schon wieder einfach. Chantau hat sein Leben da. Für mich gegeben. Hättest du mal Parzival früher gegessen? Nee, warum? Ich dachte so, Parzival hat uns alle angelogen. Ich muss Parzival. Hast du in der Runde noch? Aber dann wäre es safe gewesen. Ich finde ihn einfach die ganze Zeit nicht. Hättest du ihn früher gegessen? Und dann so, oh, warte mal, das war ja alles falsch, was ich gesagt habe. Der erste Kill war auch so wild vor Electrical. Oh, ja, aber was habt ihr gemacht gerade? Was habt ihr da gemacht? Ich habe einfach instant reingestochen vorher. Ja, also. Und dann seid ihr beide einfach reingelaufen. Ja, das war. Ja, deswegen dachte ich auch, dass es Partys, weil alle anderen Leute hatten Alibi für den ersten. Jo, ich nehme wieder. Sowas passiert. War schön. Wir haben ein cooles Video geschaut. Ich muss da eh nochmal 50% gucken, also. Macht gerne. Junge, ich hab mich so erschrocken, warum sterbe ich nicht? Warte, was? Mr. Wissen to go einfach ist die Demokratie die beste aller Staatsformen. Aber da sind wir eben erst jetzt. Achso. Ja, ist es. Ja, okay. Viel Spaß. Hey, ich weiß es noch nicht, deswegen. Franz, soll ich dich nochmal wegmachen? Ja, sind dann 5 Giftsabs. Ist ja egal, wer zuerst gestorben ist. Ich bin ja nicht Killer. War aber eigentlich eine geile Runde. Aber schade, dass sie. Schade, dass sie so schnell gekillt haben. Tim rausgeholt haben. Also hätte ich in der Runde davor direkt Parzi. What? Okay. Wo? Dropship. Dankeschön! Er liegt am Ausgang vom Dropship. Ich glaube, Franz war's. Nee. Und aber ihr könnt mich gern rausworten. Ich habe alles erreicht in dieser Runde. Matteo, also, Jeff, Parzi und Chantau waren mit mir Lifeline. Genau, wir sind auch relativ straight runtergelaufen. Bless kann ich komplett rausnehmen. Der kann das nicht gemacht haben. Ja, und den Rest ich bin rechts rumgelaufen, weil ich hatte rechts den Pylon. Ich glaube, den Kill können nicht gemacht haben Franz, Baso und Jaburi. Die waren quasi auch schon electric. Und wir waren kurz. Also bleibt Jeff, ja. Hä? Nein, du hast mich doch gerade rausgenommen, sogar Flask. Nee, ich Matteo, Parzi. Und Chantau. Ja, ich war auch an Lifeline. Ja, du kamst aber jetzt gerade erst hingelaufen. Er stand auf Matteo drauf. Nee. Er stand mit dir auf Matteo drauf. Jeff war sehr früh damit da. Aber Flask, wie Linz, nimmst du mal raus, bitte kurz? Jeff, Matteo, Chantau und Parzi. Aber bei Parzi ist die Sache die, der kam von rechts reingelaufen. Der hat einen Bogen laufen können. Genau, der kam von rechts rein. Ja. Habe ich auch gesagt, dass ich rechts rein. Ja, das hast du gesagt, klar. Dann ist es eher Parzi, muss ich sagen. Weil es sieht so aus, als wenn die Leiche da liegt, wenn man halt auf so einem Dropshift nach unten läuft und dann halt nach rechts Richtung Lab läuft.
Okay. Aber da bin ich eher ein bisschen bei Chantau, aber ihr wart alle zusammen. Nee, nee, ich bin mit Flesk, genau, ich bin mit Flesk an der Tür rangelaufen sogar. Ich glaube, ich war der Erste, der in Lifeline war sogar. Nee, warst du nicht. Ich weiß nicht, ob da. War ich nicht? Oder wir sind sehr, sehr zeitgleich angekommen, aber ich glaube nicht, dass ich da dann einen Kill hätte. Wo war der Rest eigentlich jetzt dann genau nochmal der Rest? Also wo war Franz, Shorty? Basu und ich waren dann Lights und wir waren da eingesperrt, also ich in dem Raum. Shorty war in der Ebene drüber, die kann natürlich gekillt haben, reinlaufen und so Dinge machen. Ich kam tatsächlich schon von links und ich glaube, Shorty stand schon in den Camps, ja. Ja, genau. Ich würde gerne nochmal kurz Jibu fragen. Wir sind doch dann aus Electrical oben rausgegangen. Wo bist du dann lang gegangen, Jibu? Bist du nicht sogar oben lang gegangen? Ich stehe an Shorty, die an Camp steht. Shorty steht an Camp rechts. Aber du hast doch die Tür rechts aufgemacht. Ich habe die Tür aufgemacht und bin wieder nach links gegangen. Ach, du bist wieder zurückgegangen. Ich habe mich nämlich gewundert, wo du hingegangen bist. Okay, alles gut. Weil ich bin dann zur Lifeline gelaufen, nach unten. Und ich dachte, du bist vielleicht geradeaus am Dropship vorbeigelaufen. Aber wenn du zurückgelaufen bist, dann Moment. Oh, der Post hat mich gewundert. Also Patsy halt und Chantau, so wenig Wurzeln hätte ich nicht gedacht. Ja, aber nee, Flesk und Matteo können mich rausnehmen. Die sind hinter mir an Lifeline rangekommen. Also Parts. Ja, das kann ich bestätigen. Ach nee, Jeff auch, stimmt. Parts ist relativ verdächtig für mich jetzt gerade. Warum geht das Licht jetzt gerade aus direkt? Der Kill war 25 Sekunden alt, habe ich ja gesehen. Das heißt, es muss direkt beim Runterlaufen passiert sein. Also da kommt für mich Parzi wirklich schon am meisten in Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das hier ist Franz, ne? Ach man. Nee, das war nicht Franz. Das ist Basu, oder? Ich erkenne das so schlecht. Basu, ja, okay. Ja, ohne Namen und dann die ganze Zeit mit den wechselnden Skins. Nicht so easy. Hä? Ist es nicht Parzi mit Basu? Shorty, was hast du da jetzt gemacht? Ich bin einfach auf Matteos Lahiro gelaufen. Was soll das? Sorry, Matteo. Aber Shorty hat den Kill nicht gemacht. Sicher? Ja. Also, woher weißt du das? Also, Matteo hat doch vorhin gecallt in der einen Runde, wo Franz ihn die ganze Zeit quasi noch gesasst hat, dafür, dass Matteo auf der Leiche stand. Ich bin einfach die ganze Zeit auf Matteo rumgelaufen, das hätte die Cam auch sagen müssen. Also, ich stehe schon mindestens seit 8 Sekunden auf der Leiche von Matteo. Wait, lag eine Leiche? Ich habe gesehen, dass der Kill ist. Ja, der Eingang von Cam, also von Eingang Electric. Rimmel wird wahrscheinlich quasi, wieder sonntags Leute kommen. Rausnehmen. Basu ist aus Lab aber nicht diesen Sonntag. Chantau ist aus Lab rausgelaufen. Shorty ist in Lab gewesen. Ich bin da gerade an Lifeline gewesen. Parsival war auf der linken Seite, der kann den Kill gemacht haben. Jiburi ist übrigens auch raus. Bleiben für mich eben Parsival, Jeff und Flesk. Ab geht's. Ich glaube, Franz, dass dein Call hier einfach leider nicht stimmt, weil die drei Leute hier definitiv, glaube ich, eher das nicht sind. Basu würde ich hundertprozentig rausnehmen, da stimme ich dir zu, aber nur, weil ich weiß, wie alt der Kill ungefähr ist. Der ist nämlich etwa 10 Sekunden alt. Nee. Und ich glaube, der Mental Skin ist von Draconia. Okay. Weil ich an Lifeline war. Ja, das stimmt, das habe ich auch gesehen. War der schon Chantau und Basu eben gesehen? Ja, ja, die Frage ist, war der schon Mario, gut, als Franz an der Lifeline war? Karte, ja. Nein. Mario Party ist. Weil dann kann es ja nicht 10 Sekunden sein, oder? Eben, weil Parsival Scheiß erzählt. Ja, der Kill war nämlich schon, als du links neben den Steinen zur Lifeline gelaufen bist. Ja. Also, da kam ich gerade von der Lifeline und da war der Kill schon drauf. Dann muss ja wirklich da gerade passiert sein, Franz. Ich sage 10 Sekunden, es können auch 12 sein, weil ich Lifeline, da war er nicht tot, Admin und wieder Lifeline war und er in der Zeit gestorben ist. Und in der Zeit bei mir waren Chantau und Basu, deswegen kann ich die rein. Ja, ich habe dich ja auch gesehen. Aber diesen Sonntag schauen wir in Medieval Dynasty rein und vielleicht... Nein, aus der Runde davor. Aus der Runde davor waren das die, die für mich da den Kill gemacht haben. Das wollte ich nur sagen. Ja, aber dann müssen wir doch auf Flesk gehen, auf Jeff gehen. Nein, Flesk und ich waren die Runde relativ viel zusammen. Ich war jetzt in den Camps und er hat die Tür nach außen aufgemacht und da, wo Shorty dann getanzt hat. Ich habe die gleiche zwar nicht on Cam gesehen, weil die außerhalb des Rands stehen. Aber du hast gesehen, dass ich da schon lange stand, oder? Du standest da und hast getanzt. Ob du den Kill gemacht hast, weiß ich nicht. Okay. Ja, aber also wenn es 12 Sekunden sind und Franz hat mich ja aus Lab kommen sehen, also... Ja, Shorty war es nicht. Wie gesagt, Shorty, Jiburi, Chantau, Basu, die waren warum alle war ich rechts nicht? Klaus Dietrich los da drüber. Ja, aber... Ihr wart's nicht. Das sind diese drei, die diesen Kill verpassen. Also Sonntag... Ich bin hier eher bei Parsival. Hast du gerade ein Hobby? Nee. Voll komisch, ich habe echt keine Hobbys. Keine Ahnung, Internet ist mein Hobby.
Was ich sagen wollte, Sonntag kann auch sein, dass wenn Medieval Dynasty richtig geil ist, dass wir dann erstmal keinen Thief Simulator spielen. Weil dann spiele ich erstmal das den ganzen Abend. Aber keine Ahnung, ist jetzt noch nicht safe. Ich will es mir erstmal ansehen und gucken, ob wie es geworden ist, was da so abgeht. Ist nicht zu dein Hobby. Wenn es eins ist, dann was? Thief ist Pflicht? Ja, aber schaut mal, Thief Simulator läuft uns ja nicht weg. Und Medieval Dynasty kam jetzt heute raus, glaube ich. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was da gerade passiert ist, aber ich bin gerade vom Labor ins Lifeline gelaufen und hatte auf einmal einen Report-Button. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da gerade noch jemand war bei mir, aber ich habe nicht gut erkennen können, wer das war, weil Licht aus war. Wir haben uns am Stein gecrossed, Basu. Ja, dich habe ich noch gesehen, da war ja Licht noch nicht aus, Franz. Und Jeff, doch. Und Jeff war Licht schon oder war wird nur diese Woche weiß ich glaube, Jeff war oben im Labor. Ich war vorher im Labor, da war Jeff, dann bin ich runtergelaufen, da habe ich dich gecrossed, Franz, dann bin ich in Lifeline gelaufen und hatte einen Report-Button. Meiner Meinung nach war gerade schon Licht aus. Ja, haben wir ja, gemacht. War auch. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob du schon, als wir uns... Ich glaube, es ging danach aus, genau, Franz. Ja, Flesk und Passiva waren zusammen in Koms. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich wollte nicht mit dem beiden zusammen rumlaufen. Ich mache heute nicht länger. Ich mache heute bis 0 und dann gehe ich weiter. Ich habe eine Frage. Ist jemand dran? Ja, wenn niemand als Sheriff auf Party geschossen hat, dann hat irgendeiner von den linken Leuten in Electrical gelogen am Anfang, der den ersten Kill gemacht hat. Oder Flesk ist ins Storage rein und ist runtergewendet und war deswegen schon an Office. Nein. Ich kann bestätigen, dass da gelaufen ist. Okay, alles klar, gut. Aber dann musste einer von den Electrical-Leuten am Anfang gelogen haben, von dem Vierergespann. Genau, und es müsste ja jetzt auch aus der letzten Runde klar sein, dass wenn Parsival nicht der Imposter war, der Imposter zwischen Flesk und Jeff ist. Es ist doch auch viel wahrscheinlicher, dass jemand in Electrical den Kill in Dropship gemacht hat und nicht die Leute, die bis in der Lifeline runtergelaufen sind, oder? Aber das kann eigentlich nicht sein, ist das Problem, weil ich mit Franz und wer war da noch eingesperrt mit uns, Franz? Also wir waren halt im Elektrikkasten eingesperrt und mussten die Tür aufmachen und Shorty kam von links von den Camps und die waren vorher auch an. Nur ein 50 Kubik. Also es kann eigentlich nicht sein. Imposter und probiert die ganze Zeit auf uns zu pushen, Flass? Oder wir haben einen Jackal drin, geht das? Nee, ich glaube, wir haben den Imposter und Jackal sind aus. Achso, sind aus? Wenn, ja... Also, mir war die Rolle getraut, ich weiß nicht, ob der Ich muss es jetzt sagen, Kevin. Wir müssen jetzt voten. Geht auch wieder weiter, nächste Woche geht's. Ihr wisst wahrscheinlich, warum. Rimmelt wieder los. Wir müssen jetzt voten. Ja, gut, aber... Nicht dumm? Warum müssen wir jetzt voten? Ja, wegen Nova, aber trotzdem. Okay, schade. Ja, Franz, drei Leute haben auf mich gewotet. Das war ein guter Riecher. Ich kann Flash zu 100% rausnehmen, für alle Runden. Ja, weil ihr Imposter seid. Nein. Nee, muss nicht. Wie Franz immer... So. Franz immer ganz gezielt falsche Calls. Was ist das Ding hier? Ah, wieder Trickster. Wir haben nicht mehr Informationen. Ja, aber wir müssen. Ja, aber wir haben die Information, dass wir gerade zwei Crewmates haben, die, wenn wir sterben, die Runde keiner fast vorbei ist. Dann sind wir von 7 auf 5 Leuten. Du meintest, wir müssen voten wegen Lover jetzt, oder? Ja, ich bin Lover und ich habe einen Lover-Crewmate. Okay. Okay. Und wir müssen jetzt irgendwie. Ich habe eben gerade gar nicht gewotet übrigens. Also ich hätte Vlesk mit rausvoten können, aber ich hatte gar keine Info irgendwie, warum es jetzt Vlesk war. Ich war eigentlich die ganze Zeit eher bei Franz. Aber der war jetzt beim letzten Kill halt nicht da. Ah, Flotura, der verschwindet schon irgendwann. Das Problem ist halt auch, dass der Einzige, der von, also der den Vlesk rausnimmt, immer Jeff ist. Also Jeff sagt immer, ja, Vlesk ist safe. Die Sache aber ist, Franz, ich call jetzt meine Rolle, ich bin Detective und bin die ganze Zeit Vlesk hinterhergelaufen mit Abstand. Dessen kann ich ihn zu 100% auch rausnehmen. Das erklärt einiges, halt, weil ich dich die ganze Zeit nicht gesehen habe und mich die ganze Frage, wieso mir ein Alibi gibst. Das Problem daran ist, Jeff, dass du halt der Einzige bist, der ihn rausnehmen kann die ganze Zeit. Auch aus der ersten Runde, verstehst du das schon? Aber das sind ja so sinnlose Calls, die mich irgendwie sus machen. Wie ich habe Vlesk mit Parzi in Koms gesehen, wenn Parzis Leiche an Lifeline liegt, laufe ich dem mit. Das Problem daran ist auch die erste Runde, wo sich halt echt viele Leute mit Labor und Electrical rausnehmen konnten. Ne?
Ja, aber da muss ein Killer in dem Electrical-Gespann mit drin sein. Nein, Chantal, ja, glaub mir mal, dass wir zu dritt eingesperrt waren in dem Electrical. Da konnte keiner raus. Da bin ich ja mit Jeff und Matteo und Chantal ins Office gelaufen. Ja, aber wer lief denn zum Beispiel von euch zuletzt ins Labor? Da, also der, der zuletzt ins Labor gelaufen ist in der ersten Runde, hätte auch den Kill machen können. Nee, Labor war niemand quasi. Wir waren Lifeline. Wir sind straight runtergelaufen. Ja, dann zu Lifeline, meine ich. Aber der letzte ins Labor gelaufen. Der letzte in der Reihe. Ja, genau, das meine ich. Der letzte in der Reihe war Fless, weil Fless hat gesagt, er hat Djibouti oder Jeff gesehen. Nee, genau, er hat Djibouti. Nein, ich war der Letzte. Ich werde das jetzt sagen, weil die mich rausvotet und ist vorbei wahrscheinlich. Ich bin mehr. Ich habe mich gerade selber gesaved, drei Leute haben auf mich gewotet, eine Person hat geskippt und ich war die zwei anderen Skips. Es haben drei funktioniert. Ich glaube, wir lassen uns hier tatsächlich gerade einmarinieren. Von Flesk? Von Flesk und Jeff, ja. Also wenn Jeff jetzt... Jeff kann ja easy callen, dass er Detective ist mit seinen Footsteps, wenn er quasi einfach Imposter-Vision hat. Ich habe gesehen, dass Chantal, also, Mäntel und Fless als erstes hingelaufen sind. Ich habe alle. Ich vote einfach. Keine Ahnung, ich vote Shorty einfach raus. Da wird der Lover Shorty ist dabei. Nicht. Ja, okay. Oh mein Gott. Ja, dann habt ihr jetzt verloren. Goodbye. Ja. Also ich call ja sogar mehr. Unlucky. Also war kein Mayer-Vote, oder? Wann? Shorty gewotet. waren es? Ich glaub's gerade nicht. Waren es Jeff und Franz? Don't know. Nein, Tobias. Wir haben jetzt schon. Also, wir haben Imposter. Djibouti ist Engineer. Ach, Baso hat mich ja getötet. Ach, Baso hat mich ja getötet. Ich habe es nur verwechselt. Djibouti ist Engineer. Warte, was? Djibouti ist Engineer. Ich opfer mich jetzt quasi gerade für die Imposter-Runde. Sorry, Djibouti. Hä, aber das macht man nicht. Aber, naja, ich kann das war ja voll schlechtes Schauspiel. Für die Imposter-Runde gehen. Mich gessen, aber wenn du jetzt verlierst, Shorty. Engineer. Wenn du jetzt also, ich muss mich halt eh entscheiden, ob ich gehe sonst eigentlich immer für die Lover-Runde. Ich gehe jetzt. Ich dachte, das ist auch so eine Regel, sonst hätte ich meine Rolle ja niemals gezeigt. What? Und wenn du stirbst und die Imposter gewinnen, Shorty, gewinnst du dann trotzdem? Ja, deswegen. Ja, sie, ja aber... dann let's go. Du gewinnst keine Runde. War so alleine gewonnen jetzt. Ja, also, du gewinnst nicht. Nee, du gewinnst bei mir steht nicht. Doch, ich habe quasi auch Geist. Also man kann natürlich selber die Regeln machen, aber in den Other Roles Regeln steht, Imposter Lover spielt immer für Lover. So. Also das bei mir steht Victory und ich bin da und Shorty ist auch daneben und lass Shorty doch. Ich wollte nicht schon wieder mein Imposter-Mate verkaufen, ich konnte es einfach nicht vereinbaren. Das war aber auch so nicht eine Imposter-Runde, jetzt mal Real Talk. Ja, was? Ich hab jemanden rausgenommen. Ich dachte, drei Leute noch mal oben. Keiner wusste, dass ihr Imposter seid, wirklich niemand. Ich schon, aber. Ja, gut, ich wusste das auch und Jeff und Bless nicht verraten, auch, aber... Ja, ich weiß. Also vielleicht so einen kleinen Gang rausnehmen, Franz. Ich war super salty und dann hatte ich die Möglichkeit. Aber ihr hattet halt wirklich keine guten Alibi dafür, dass Shorty... Doch, wie soll ich denn das... Nee. Also aus der ersten Runde waren die komplett safe, Franz. Ja. Für sich selbst. Und dann sind zwei Leute aus dem... Nö, Matteo und Chantal hatten... ich und Jeff. Also ich fand, wir haben die Imposter-Runde einfach gut gespielt. Niemand sagt was anderes. Trotzdem so, dass wir immer eigentlich, also wirklich legit immer für Lover gehen, weil sonst hätte ich ja jetzt gerade auch beide callen können. So. Und dann wären wir halt als Crewmate und das ist doch lame, oder? Das war doch, ich meine, also der Chat frontet mich dafür jetzt auch schon komplett. Aber ganz ehrlich, ob ich jetzt jede Runde meine... Das ist, hat mich ein bisschen an die Mia-Situation erinnert, so, wo mir Mia einfach in den Rücken gestochen hat. Ich glaube halt nur, auf Dauer ist es halt blöd, weil, also jetzt gerade was egal, aber ich glaube allgemein sollten wir das. Ja, ich finde es in einer Runde. So könnte man halt die Runde nicht spielen als Lover. Also, in einer Runde finde ich das schon ganz lustig. So. Ich frage die am Wochenende zum Einkaufen. Ja, ich wäre voll traurig gewesen. Weil Einkaufen mit Brille. So wie gesagt, für eine Runde ganz cool, aber wenn das auf Dauer der Lover entscheiden kann, wen er jetzt gewinnen lässt, dann ist es glaube ich, nicht so gut. Aber es ist doch jetzt eigentlich erst zweimal, wenn es passiert, oder? Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie miterlebt, tut mir leid. Also die Variante auch noch. Ja, deswegen sage ich ja, dass es in der Runde ganz lustig war. Auf Dauer, denke ich, ist es halt ein Problem, wenn man es so macht. Viel Spaß. Tim Horus nicht töten, der ist in der ersten Runde gestorben. Security Guard.
So. Laufe ich Short hinterher? Nee. Laufen wir hier unten lang? Ja. Och, nee. Nee. Hey, Chat, was geht ab? Mann, ey. Tim Horus, sag mal, wer bei dir zusammen am Licht gerade ist? Eine Eule. Ja, Baso, wer noch? Niemand? Ich bin da. Bin da nicht. Der Geist. Okay, es sind nämlich wahrscheinlich zwei Leute runtergelaufen, direkt ins Office rein. Direkt am Anfang runtergelaufen, zu zweit, und einer hat Mantle getötet davon. Shorty ist böse. In Richtung Lab und ich bin jetzt in Web. Morissa, du sagst, hab noch nie verstanden, warum er immer sofort runterläuft. Ich? Was meinst du damit? Du musst ja auch dann runtergelaufen sein, ne? Ja, also ich bin am Anfang runtergelaufen. Jiburi ist nach links, Shorty ist nach rechts und ich bin nach unten gelaufen. Okay, aber die Leiche... Was meinst du damit? Also, ja, die Leiche von Matteo liegt direkt... Man kann ja nur runterlaufen aus dem Dropship, oder wie meinst du das? Von Communications, also... Der ist auf halber Höhe der Map. Ich war nicht der Erste. Auf halber Höhe der Map einfach direkt umgefallen. Dann. Ich war nicht der Erste in der Runde. Also, getötet worden, meine ich. Okay. Der läuft ja immer straight runter. Gewesen. Also, ich habe Matteo am Anfang gesehen, da stand er in Jiburi drin und vice versa. Der Geist hatte nämlich Bart. Aber wo viele Leute sind, ist doch am Anfang sicherer. Ich bin nach unten gelaufen, wie gesagt, Jiburi nach links, Shorty nach rechts, aber Matteo war dann nicht zu sehen. Oh, wo sind denn viele Leute? Okay, aber dann also rein vom Zeitfenster müsstest du dann entweder über die Leiche rübergelaufen sein oder es war extrem knapp hinter dir gekriegt. Ich hab doch die Task gerade gemacht mit Dr. Isahaus. Shorty gewesen, die außen. Ich hab gerade die Task gemacht, dann bin ich einfach runtergelaufen Richtung Office. Hinter uns. Okay. Und das direkte Runterlaufen mache ich ja in anderen Runden, damit ich nicht gekillt werde. Also ich hatte Timo, ich bin nicht genau. Timo auch beim Licht? Wo waren wir? Lifeline-Info? Haben wir irgendeine Lifeline-Info? Montagslobby, wir brauchen ein Game, dann würde es gehen. Der liegt in der Mitte der Map, der muss am Anfang wahrscheinlich 6, 7, 8 Sekunden maximal. Ich bin über Storage, über einen Stein und also bin vor den Lifeline gelaufen, war schon tot. Mhm. Warte mal, wo lag die Leiche, Chantau? Die Leiche liegt zwischen Communications und dem Office-Gebäude. Also sind deine Lippen links an der eigentlich aufgespritzt? Okay. Scheiße, ihr habt mich ertappt. Das ist Jeff, ja. War die schöne OP, die ich mir gegönnt habe. Also Jeff, Flesk, Parzi und wo Shorty, wo warst du? Ich bin auch gerade Electric. Stimmt das? Habt ihr sie gesehen? Shorty. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so ganz. Ja, ich bin in Electric reingelaufen. Ich war gerade noch ein bisschen mit dem Chat am Diskutieren über die letzte Runde. Und warum bist du am Anfang nach rechts gelaufen? Über Storage? Ja, okay, Tim Horus und Baso waren es nicht, das weiß ich safe. I don't know. Ich weiß ehrlich gesagt gerade wirklich auch nicht, wo ich bin. Okay. Ich bin doch voll bei der Shorty, lass dir nichts sagen. Ja. Danke, Vanessa. So, machen wir jetzt einen Speedrun mit dem Task. Damit Jeff das verliert. Was mit der Augenlidstraffung? Scheiße, Mann. Wo ist das Teil? Da. Bist du wegen einer OP 1,50 breit? Ja, ich habe das reduzieren lassen, war vorher 2 Meter. Nicht dumm? Okay. Shanti, wo liegt der? Der liegt unten in O2 tatsächlich am Müll über den Wasserrädern. Okay. Und Lifeline-Info würde ich sagen 16 Sekunden, 17, 18 so ungefähr. Wann warst du an Lifeline? Am Anfang der Runde, der Kill ist gefallen, als Licht ausging. Eine Sekunde davor. Nee. Doch, doch. Auf einmal hat er eine mobile Live. Bibi, boop, ba, bibi. Ja, ich bin sicher, deswegen konnte ich auch Baso. Ja, die Leiche liegt auch on-cam. Ich war gerade in Security, hab einmal durchgeskippt und die liegt wirklich. Ja, ich bin sicher, deswegen. Vorm Lab. Nee, die Leiche liegt unten O2 über den Wasserrädern. Okay, ich hab grad Lab verstanden. War gerade sehr irritiert.
Ja, aber dann würde ich eher... Zier, du bist Abzieher. Schimmer und Baso rausnehmen dafür. Nein, ich bin kein Ziermann. Dalu, Franz, warum denkst du nicht, dass ich ein Beef. Als ich dich zurückgelassen habe in Weapons mit Flask... Human Benchmark-Test habe ich schon mal gemacht, ja. ...neben Webs gegangen. Dann bin ich an Lifeline und da war Flask tot. Und ich würde behaupten, obwohl doch... Ja, ich bin gerade recht laufen. Da war Light aus, ja. Party, wo haben wir uns gesehen? Ja, es macht echt noch Bock, aber nicht, wenn man tot ist. Manche. Aber es ist ja schon 20, 30 Sekunden her wahrscheinlich. Boah, no, no, no. Ich bin jetzt an der Decon, wow. Also ja, unteres Decon. Ich hab dich ins Specimen reingehen sehen, hab dann noch meinen Scanner gemacht und dann meine Reagenzglas-Task angefangen. Wer stand am Bohrer? Ich habe da irgendeine Person am Rand gesehen. Aber du schaffst es durch Specimen niemals dahin, deshalb habe ich dich rausgenommen. Okay. Wen bin ich eigentlich gerade in Office gekreuzt? Bestimmt den Killer. Ja, heute waren zwei gute Imposter-Runden dabei. Also einer nicht gewonnen, aber die war trotzdem cool. Wo ich bei den Camps durchgeskippt bin, wo ich die Leiche gesehen habe, habe ich jemanden nach Bora gesehen. Franz, ich bin Killer. Vielleicht. Ich weiß. Aber Jeff, wo bist du denn hergekommen? Weil ich habe das nicht gefixt und dann kamst du gerade von rechts, richtig? Ja, ich bin von rechts reingelaufen. Franz, lass mal Duisburg. Wo warst du vorher? Welche Studio-Variante war da nicht so bisher? Ich bin gleich tot, ich habe schon Tau geschiftet. Ich finde das Studio, wie es gerade jetzt ist, richtig geil. Aber wenn nicht, dann lass Duisburg. Das ist nicht von eigentlich. Hat er doch nicht, ich hat er nicht. Das war ein Troll von ihm. So, komm, lass mal hier. Wir müssen nur noch links rein. Come on. Was für Beef mit Dalu? Wellington. So. Studio sieht einfach gemütlich, richtig gemütlich aus. Bin sehr neidisch. Ja, bin auch echt richtig zufrieden mit dem Job, der hier gemacht wurde. Ich habe noch nie Beef Wellington gegessen. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Das ist in so einem Mantel, ne? In so einem Teigmantel oder sowas drin. Ach man. Wir haben einen Cleaner und bei mir an Lifeline stand gerade Tim Horus und Franz. Ja, wir sind Duo. Ja, wir haben gerade... Du könntest hier mal Twitter-Beef mit jemandem haben. Ernsthaft, das glaube ich nicht, weil das wäre mir zu anstrengend. Der Kill ist... Fuck, ich habe eigentlich gezählt. Ich sag 14 Sekunden. Ich bin wirklich sicher, deswegen habe ich auf den Button gedrückt, weil ich die Info noch geben kann. 14 Sekunden ist der Kill halt. Franz und Timo standen an der Lifeline. Wir kamen doch gerade erst an Lifeline schon drauf. Ihr wart vor 3 Sekunden wart ihr an Lifeline. So. Und dann bestellt nächste Woche. Genau. Mit Hauke wahrscheinlich. Und gleich mit Gino sogar. Ja, ich nehme euch auch nicht komplett raus. Ich will bloß von den anderen hören, ob die halt, ja. Ich glaube, ich könnte tendenziell Djiburi und Jeff rausnehmen. Wir waren nämlich unten Richtung O2 und sind dann quasi, ich weiß nicht, Djiburi, wo bist du hingelaufen, als das Licht ausging? Ich bin wie viele Zimmer O2? Hat eure Wohnung? Immer noch, okay. Was meinst du mit Wohnung? Da, wo ich privat wohne? Oder das Gebäude? Ich bin alleine ins Specimen gelaufen und bin jetzt auch noch gerade alleine ins Specimen. Also das hier ist keine Wohnung. Das ist muss es ja zwischen Jeff, Djiburi und Shorty sein eigentlich. Mhm. Aber deswegen ist der Call von Shorty auch so seltsam. Ja. Aber stell dir was Geiles, ja. Wir euch auch nicht raus, theoretisch können es Franz und Timoros auch noch sein, die den Admin oder so gerade gekillt haben vorher. Das geht ich auch. Ich denke mal, Jeff und Djiburi sind... Nee, Shorty, ja, Djiburi, Lava. Jens zusammen in der WG. Einer, Jeff vielleicht noch im Poster. So langsam glaube ich, dass Tim und Franz sind. In der ersten Runde habe ich Tim und Basel rausgenommen. Tim und Basel können ja gar nicht. Ich bin auch gerade alleine im Specimen. Ich kann da nicht gecleant haben, nirgendwo. Nein, danke. Ja. Also Tim und Basel kann kein Duo sein. Die können kein Duo sein. Aber es ist ja auch nur ein Kill gefallen in der ersten Runde. Mhm. Ja, das stimmt. So, aber dann wäre ja Jeff... Machst du dir heute einen Milchshake? Ja, Jeff hinterm Stein, so, oder nicht? Ja, safe. Wahrscheinlich, ja. Safe. Nein, ich bin doch in Office reingelaufen in der ersten Runde. Ich weiß es ja auch nicht, glaube ich, dass es Franz und Timo sind, weil die sich zusammentun. Brauchst du noch selbst englische Streams? Ich sag doch, ich hab schon Tau geschifftet. Ich dachte, du bist Zier. Ja, ich guck manchmal Summit, wenn dann spielen, was ich geil finde. Ich bin Hacker. Wir brauchen auch gar nicht voten, wir können auch skippen. Nee, weil es ein Button ist, müssen wir hervorheben. Oder? Ach ja, scheiße. Danke, Corenga. Siehst du, ich hab nicht gewotet. Timo ist war Engineer. Nein, das ist überhaupt nicht passiert. Danke, der echte Spezies für 50 Monate. Hast du deinen Fix genommen, Timo? Ja.
Ja. Gleich noch eine Runde, kurz Alter 4. Nee. Ich werde schön rüber raiden zu irgendjemandem. Vielleicht suchen wir uns halt mal wieder einen kleineren Streamer raus. So alles unter 1,40 würde ich sagen. Und dann gehe ich schön nach Hause, mache mir eine DK-Pizza, werf mich ins Bett und glotz irgendwelche dummen YouTube-Videos. Wer ist dein Lieblingsstreamer von den englischsprachigen? Das kommt echt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Spiel die spielen. Ich habe jetzt keine Streamer, die ich einfach so gucke, weil ich die gucken will, sondern ich mache das halt wirklich meistens vom Spiel abhängig. Deswegen habe ich da niemanden. Ich finde Summit halt irgendwie ganz unterhaltsam, aber halt auch wirklich nur, wenn das Spiel halt cool ist, ne? GG. Schönen Tag, GG. Es sind vielleicht... Schaudi? Ja, geil. Mo von Leb kannst du auch behalten. Gesser. Das Problem ist, du bist ja gerade geflogen, weil ich dich einfach gepanickwortet habe als Mayo, aber ich konnte ja nicht skippen. Oh nein. So. Also, wir nach Hause kommen, was geiles essen und einfach chillen. Lindy, never ja. Ja, ist das Geilste, oder nicht? Ich muss ja irgendjemand voten, weißt du? Er braucht noch gar nicht mehr. Einfach nach Hause kommen, was geiles essen. Du hast so wieder so stark und im Bett liegen und Videos gucken. Ich bräuchte in meinem Leben nichts anderes. Dass ihr euch auch clean hättet können, weißt du? Ich bin die Trap-Card für die Imposter. Danke für die Einladung, Matteo. Ja. Sorry, dass du gekommen bist jetzt in der letzten Runde. Auch kein Problem, kein Problem. Gemacht. Danke euch fürs Mitmachen. Danke ebenfalls. Ja, und wir hören uns. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao.